TV Straßensound. Das tollste Building der Welt sieht sogar neben dem Boy Klein aus. Nicht nur als Rapper, sogar Tony Montana wollte Money, Power, Respect. Und du willst den Respekt, egal wie sehr du sagst, ich will nur das Money. Let me order another one right away. One. Yeah. Okay, no problem. And please, one orange juice. Orange juice? Yes. Yeah. Thank you very much. Don't ask what kind of juice. Just orange juice. Deswegen mache ich das bei Kaufland. Sheesh. Bruder. Ich versuche natürlich auch, was ich kann mit meinem Swag, das Schalke irgendwie zu helfen, natürlich. Aber im Moment sieht es nicht so gut aus, aber das Blatt wird sich definitiv wieder wenden. Offiziell gesagt, ich trete zurück und bin Podcaster und ich bin ehemaliger Rapper, obwohl ich glaube, dass Joe Budden noch krasse Dreams. Jedes Musikvideo, was ich shoote, jedes Feature, was ich mache, das ist für mich irgendwie so für einen Teil meiner Legacy und das ist priceless meiner Meinung nach. Das ist eine exclusive News, die noch niemand weiß, außer meine Artist. Der Sampler wird heißen, ich habe studiert, auch in Richtung Journalismus und ich bin sehr streng Fact-Checking und Quellen. Ich glaube nicht jeden Bullshit und jedes Video, man kann alles manipulieren. Ja, yeah. EDM zum Beispiel. Der Bruder Robin Schulz, der gerade hier am Start, schöne Grüße. Yo, danke auf jeden Fall. Broski. All good. Kanye West, der so ein Imperium aufgebaut hat und ein riesen Vorbild von mir ist, denke ich manchmal bei seinen Moves. Bones, Jesus, Bushido, Farid, Echo, letztens auch sehr gefreut über, ich hatte so einen Freestyle. Und dann war der oberste Kommentar, der meistgelikte von Raf Camora und der hat irgendwie so Fire. Let's get the party started. Willkommen, sehr verehrten Damen und Herren, zu TV Straßensound, heute aus Dubai. Wir sind in den Emiraten mit Moneyboy. Was geht ab? Alles gut bei dir? Ja, alles Gucci. Perfekt, Alter. Just chillen. Genieße den Vibe hier. Jetzt müssen wir hier im Urlaub ein wundervolles Interview hinbekommen. Yep, work. So muss er sein. Ist auch fun. Muss man beides hinbekommen und das macht ja auch Spaß. Ja, definitely. Ich glaube, genau das sind die Interviews, die wir uns ein Leben lang gewünscht haben. Ja, ich wollte ein Special Interview machen. Du hast mich ja schon jetzt länger gefragt und für mich war klar, ich will wieder ein Interview machen mit TV Straßensound, weil das waren am Ende des Tages haben die immer am meisten Fun gemacht. Und dann dachte ich aber nicht einfach in Germany irgendwo wieder und so. Und dann war es perfektes Timing eigentlich. Mega. Ich war hier, du warst hier und dann machen wir das natürlich hier. Ja. Was geht in Dubai? Was hast du hier Schönes gemacht? Es war Zeit, mal ein bisschen meine Akkus wieder aufzuladen. Ich hatte jetzt ein paar Tage frei und wollte spontan wohin, wo schönes Wetter ist. Ich meine, ein bisschen Pech gehabt, so ein paar Tage, aber. Und einfach nur chillen. Eine Freundin aus Wien ist hergezogen, die arbeitet jetzt hier und die hat mich auch eingeladen. Und dann bin ich einfach spontan hergekommen. Man, bring in the storm, gerade hat sie geblitzt. Der einzige Tag. Der Boy hat den Drip in die Wüste gebracht, könnte man sagen. Ja, man, kann gut sein. Guck mal, man hört das Donnern hier schon. Ist Donnern in Dubai, passiert auch nicht alle Tage. Hast du heute Morgen um 6 Uhr morgens auch diesen Warnalarm bekommen? Crazy, ich dachte zuerst so, irgendwas ist in meinem Room oder es ist ein Feuer im Hotel oder so. Ja. Aber das war Wetterwarnung. So, wenn es hier einmal regnet, dann drehen die gleich das Land durch. Unter. Ja. Ja, Mensch. In welchem Hotel bist du eingecheckt? Im Ritz? Na, ich bin im Sofitel. Ah, nice. Sehr nice auf jeden Fall. Ich habe gesehen, du bist ein bisschen mit einer oder deiner Freundin unterwegs. Was habt ihr alles Schönes angestellt? Wir haben gleich am ersten Abend abgeturnt in so einem nicen Hip-Hop-Club, Soho. Das war schon pretty lit. Gut gefoodet, Shopping natürlich ein bisschen. Bei der Show von Ace Hood wart ihr, ne? Bei Ace Hood waren wir. Wie war's? Genau, war schon nice. Ich habe mir so gedacht, no front, aber ich habe mir gedacht, so, wenn ich auftreten würde, wünschte ich, dass ein bisschen mehr packed wäre, aber kein Front, weil es waren schon viele Leute, viele Baddies und geile Mucke auch von den DJs, Ace Hood mit seinen Hits. War hella fun und auch mal different. Ich gehe ja nicht in Clubs eigentlich so in Österreich oder Germany, außer wenn ich gebucht werde. Und einfach mal hier so normal unerkannt Party zu machen in einem Hip-Hop-Club, war schon auch mal nice, das so einfach machen zu können. Und Shopping natürlich, paar Shoes koppen für die Lady, normal halt. Du hast gepostet, koppen oder droppen. Ja. Und 51% waren für Koppen und dann musste ich die Tom Ford Shoes, ich habe sie auch entdeckt gleich, ich habe einen great taste und habe gleich die Shoes gespottet und dachte, die sind perfekt für sie und musste sie natürlich koppen mit der Matching Handbag natürlich.
Ja. Welche ist es geworden? Auch Tom Ford oder was? Ja, komplett selber mit dem Python-Leder in Silber. Crow crazy, ich habe mir gedacht, so no pause, aber ich hätte fast gerne diese High Heels für mich gehabt, so nice waren die. Okay, das wäre hart gewesen. Da wäre der Money Boy noch größer als die 2 Meter. Da wir gerade schon hier bei dem ganzen Modethema sind, was hast du hier noch geshoppt in Dubai, ja, in den Emiraten? Zuerst so, ich habe schon so viel Klamotten in letzter Zeit online geordert, dachte ich so, ich werde hier jetzt eher so nicht so viel koppen, aber im Endeffekt dann schon Dior Sneakers, hella nice, Off-White Cardigan, der ist hella hard. Ich lass mich dann immer auch die Sachen empfehlen von einer nice, pretty, swaggy Lady, weil die hat dann ein ganz anderes Auge, bevor ich mir da den 10. Jordan Hoodie rauspicke über Footlocker, dann lieber ein Off-White Cardigan und so. Okay, welche Marken rockst du zurzeit am liebsten? Ja, mein Favorit. Du meinst letztens so Amiri? Yes, ja, genau. Amiri ist number one, dann Gallery Department finde ich lit. Und was war die dritte Marke, die ich letztens genannt habe? Fällt mir jetzt nicht ein, aber ja, alles eigentlich. So, nur Balenciaga bin ich nicht so der Fan. Ja, ist auch ein bisschen so drüber mittlerweile, ja, glaube ich. Ja. Und du warst vorhin auch ein bisschen essen hier, das muss man auch machen, wenn man in Dubai ist. Lamb Chops hast du dir gegönnt. Wie ist das Essen hier, wie sind die Restaurants? Das ist das Beste einfach, das ist so ein Paradies für mich, weil hier ist jedes Restaurant und Flieg und man bekommt alles eigentlich, so Steak, Lamb Chops, die arabische Küche, afrikanische Küche und mega nice, ich bin zu kurz da, um alles halt zu tryen. Und dann gibt es auch voll viele amerikanische Fast-Food-Restaurants, so Cheesecake Factory, Texas Roadhouse und so weiter. Aber ich werde auf jeden Fall wieder backkommen. Und ja, das Food ist einfach nice. Das Service ist auch mega geil. Yeah. Ja, also so lässt sich schon leben. Mega. Das ist, was man vermisst teilweise so in Germany, ist schon ein Struggle, ein gutes Restaurant vielleicht zu finden in der Nähe von dem Hotel. Und dann im Endeffekt ist man dann oft einfach nur bei McDonald's oder Burger King und so. Aber hier ist halt die Qual der Wahl und das ist halt richtig dope. Yeah. Und wie sieht es bei dir aus, da wir gerade schon über das Essen geredet haben? Trap House Kitchen ist ja auch ein mega Thema bei dir. Wie sieht es da aus? So Kochbuch, eigene Fernsehshow etc.? War also vieles im Gespräch. Es wird definitiv wiederkommen. Und wenn, dann soll es so die biggest Trap House Kitchen Staffel werden. Und ich will es upswitchen und nicht einfach den Leuten genau dasselbe geben, die gleiche Location, sondern etwas Neues machen, vielleicht so mit einer sexy Assistentin, mit der nice Apron über der Lingerie, die mir die Sachen reicht und so, weil also diese Hilfsarbeiten, das hat mir auch gefehlt, so, dass jemand mich da ein bisschen unterstützt, vielleicht in einem Studio, vielleicht auch zusammenarbeiten mit einem Network, mit einem von den, weiß ich nicht, mit Join oder mit Netflix, Apple. Wenn, dann soll es richtig big werden. Es kommt definitiv, aber ich kann noch nicht genau sagen, wann. Das Timing muss einfach stimmen. Genau, Timing und die Angebote müssen erstmal reinflattern. Ja. Also aus Trap House Kitchen wird dann High Class Kitchen. Ja, dann müsste man fast den Namen switchen, aber die Brand ist schon so etabliert. Yeah, und am Ende des Tages ist es noch immer, bleibe ich am Trappen, egal wo. Ja, hundertprozentig. Das steht auch für dich auf jeden Fall. Wir waren ja hier in den letzten Tagen ein bisschen unterwegs, du wurdest zum Beispiel von Robin Schulz eingeladen. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr Schönes angestellt? Oh, das war echt ein crazy Surprise. Ich hätte, also er ist schon, glaube ich, der größte Name so im EDM-Game. Zumindest ich bin da nicht so tapped in, aber Robin Schulz kennt halt jeder. Ist der größte deutsche Künstler auf jeden Fall zur Zeit. Und ich wusste gar nicht, dass er mich und auch meine Musik so am Schirm hat. Das hat mich sehr gefreut und war hella lit, ihn zu sehen bei seinem Auftritt in diesem nice Beach Club, VIP, Shoutout an Robin Schulz und danach war noch Turn Up in einer crazy Suite mit Pool am Balkon und richtig nice, das war schon dope, dein Cousin war auch am Start. Genau, Sami ist auch am Start, ja. Der hat es ein bisschen klar gemacht und die haben es wirklich alle über dich gefreut, dass du gekommen bist und Money Boy muss man auf jeden Fall einmal erlebt haben. Ja, ich hatte auf jeden Fall viel Fun bei der Party. Voll viele Leute fragen mich auch bei dir, ey, der Money Boy. Schauspielert er das oder ist er so, wie er ist? Und ey, ich kann euch zu 100% sagen, ich kenne dich jetzt auch schon seit, keine Ahnung, 6, 7, 8 Jahren machen wir Interviews. So, du bist 100% real. Ja. Das können wir so stehen lassen. Die Frage, ja, nice, appreciate ich. Bei Realness ist immer wichtig. Die Frage hatte ich so im Hinterkopf auch, weil die öfter gestellt wird und so. Aber
am Ende des Tages ist halt auch Entertainment Business. Klar. Und da kann man von niemandem, von keinem Artist erwarten, dass so wie er jetzt sein Entertainment macht oder seine Musik oder auch seinen anderen Content, es ist halt Entertainment und nicht eins zu eins jetzt, die Person, jeder hat ja verschiedene Facetten und so, aber unterm Strich finde ich, ist alles real und ich versuche es auch mit mir selbst real zu keepen, sonst hätte ich auch gar keinen Spaß dabei. Ja, Mann. Also ich sag mal so, du bist wie du bist und diese wundervollen Kätzchen passen auf jeden Fall super ins Interview. Yep. Du hast gerade schon einiges über Dubai erzählt. Könntest du dir vorstellen, hierher zu ziehen? Habe ich echt überlegt. Ich glaube nicht, weil so sehr ich auch diesen Lifestyle hier mag, bin ich schon eigentlich ein humble Guy, der das jetzt nicht immer braucht. Und ich bin auch jemand, der viel at home chillt. Und dann brauche ich diese ganzen Möglichkeiten zum Party machen nicht so sehr. Ich fühl mich eigentlich wohl in Wien. Eventuell würde ich dann schon lieber in die USA für ein paar Jahre oder irgendwo, wo schönes Wetter ist, weil ich bin schon noch so ein Sunny Boy Guy und vielleicht Mallorca oder so. Viele Streamer, Influencer ziehen ja auch auf diverseste Inseln, die noch zu Europa gehören. Sowas könnte ich mir eher vorstellen, einfach wegen dem Weather und um einen nicen Pool zu haben und vielleicht auch einen Basketball-Court, solche Dinge. Ja, mega. Ich habe ja letztens ein Interview mit Basswalter Hengst gemacht, der ist nach Malta gezogen. Wir haben ja gestern Orge getroffen, er ist nach Zypern gezogen. Genau. Ist alles noch in der EU, hat sicherlich auch einige Steuervorteile, aber den Weg gibt es ja auch. Ja, und genau, das könnte ich mir am ehesten vorstellen. Ja. Warst du schon mal hier gewesen in Dubai zuvor? Das ist dein erstes Mal. First time. Ich fand es immer cool, aber es hat sich bis jetzt nicht so ergeben. Ja. Mega. Und ist das wirklich so gewesen, dass man erstmal hierher kommt, das höchste Gebäude der Welt sieht? Ist das so ein bisschen erschlagend oder beeindruckend? Eigentlich schon, aber komischerweise war ich so etwas. Aber ich glaube, das war auch deswegen, weil ich so viel geworkt habe, so die ganze letzte Zeit und bis zum Abflug, am selben Tag noch, bevor das Flughafen-Taxi mich abgeholt hat, habe ich noch ein Feature-Verse recorded. Und so bis zur letzten Minute und noch habe ich die Spuren hin und her geschickt bis zum Abflug. Und wie ich dann hier angekommen bin, war ich so nämlich. Es war so alles krass und so, aber ich hatte jetzt nicht so ein Kribbeln, leider. Aber es ist eigentlich so, ich habe es mir genauso erwartet und so war es auch. Ich finde es heller nice, aber ich war jetzt da nicht so erschlagen. Und dann dieses tolle Building. Ich habe immer schon so Skyscrapers und Skylines geliebt. Ich habe es gar nicht so realisiert, aber instinktiv gleich so meinen ersten Freestyle vor diesem Building gemacht. Dann hat jemand kommentiert, das tollste Building der Welt sieht sogar neben dem Boy klein aus. Das war schon funny. Geil. Wo ist dein Wunschort? Du hast gerade gesagt, so vielleicht hier ins Mittelmeer, irgendwo USA. Hast du eine Lieblingsstadt? ADL? Good question. Ich bin gar nicht so abhängig, wo ich bin. Das ist mir gar nicht so wichtig. Ich fühle mich aktuell in Wien sehr wohl. Mhm. Ja, an dem Zeitpunkt, wo ich mich jetzt befinde. Aber sonst, ich mag New York sehr. Vielleicht dort in so einem Suburb in New Jersey oder so, wo die ganzen famous New York Rapper dann hinziehen. Du bist ja in den nächsten Tagen auch in den USA unterwegs, meinst du? In den nächsten ein, zwei Wochen geht's rüber. Was ist da geplant? Was machst du da Schönes? Da bin ich stehe ja Globetrotter hier. Da bin ich schon super excited. Ich fliege nach Atlanta. Ich habe ein super krasses Feature recorded mit einem meiner favorite Rapper seit Jahren. No Plug aus Atlanta. Und ja, mein genau, und Track. Es ist nicht YSL No Plug, meine lieben Freunde. Ja. Yep. Geheimtipp hier von Moneyboy. Yes, yes. Und heller, cooler Dude. Und ja, mein Track, der heißt Trucks. Er hat schon locked in das Date. Ich habe es nochmal bestätigen lassen und wir lassen das Video shooten von Diesel Films, der für alle angesagten Rapper schon geshootet hat. Egal ob Glorilla, Moneybag, yo. Mit Future, eigentlich hat der schon alle gefilmt und ihn kenne ich schon seit 2018, Diesel Films. Und auch damals haben wir schon mit No Plug gecallt, um sicher zu gehen, dass wir in der Hood sicher sind. Mhm. Weil er Diesel Films No Plug gefacetimed und gesagt, I'm here with this Austrian rapper and we're about to shoot at the Quick Mart store. Is it safe there? Und No Plug was, yeah, just shoot there, don't worry. Und dann später hat dann Diesel Films auch gesagt, actually that's one of the worst hoods in ganz Atlanta und er war sogar nervous,
War schon funny. Wenn er in die Hand drüber hält so, und alles easy ist. Ja, genau, wir hatten ein bisschen den Pass. Sozusagen. So muss es auch laufen. Hood Pass und auch, dass man die Genehmigung hat, dass alles vernünftig abläuft. Okay, nice. Da kommt der Drink. Yes. Okay, thank you very much. Thanks a lot. And thanks. And let me order another one right another away. One. Yeah. Okay, no problem. And please, one orange juice. Orange juice? Yes. Yeah. Thank you very much. Don't ask what kind of juice. Just orange juice. Thank you very much. Weil ich war gerade schon ein bisschen verwirrt. Du hast hier einen Daiquiri bestellt, aber es war kein Orangen-Daiquiri. Deswegen muss ich gerade erstmal hier ganz schnell intervenieren. Yep. Wie kommt es, dass du so diesen amerikanischen Hip-Hop-Film feierst? Weil du bist einer der wenigen Leute in Deutschland, die den Film wirklich so leben und das auch in den letzten Jahren so hier rüber transportiert haben. Und es hat, cool gemacht haben. Ja, es hat schon ganz früh angefangen. Natürlich war ich wie eigentlich viele Leute beeinflusst von Leuten, die so ein, zwei Jahre älter waren, von Homies, die einem die Musik gezeigt haben. Und ich bin eigentlich gleich in love gefallen mit der Music. So von Snoop Dogg, Dr. Dre, alles Artists, die noch immer aktiv sind bis zum heutigen Tag, Jay-Z. Und ja, ich habe immer die Musik gehört und mitgerappt, und das ist, bis heute ist diese Passion da, und es kommen immer neue Generationen, neue Rapper, und ich liebe es einfach, ich habe eine Passion dafür und ich feiere Deutschrap auch sehr. Wie feierst du zurzeit? Ich feiere zurzeit viele eigentlich. Wie findest du solche Leute wie Koya Goldstein oder Orgi, die wir letztens getroffen haben? War ja auch geil, ey, dass ihr alle drei connected habt, weil es sind so drei verschiedene Richtungen, drei verschiedene Generationen, aber jeder hat sich auf den anderen gefreut und das war mega. Ja, das hat mich auch sehr gefreut, und es überschneiden sich da auch die Fangruppen, weil ich weiß, dass viele Fans von mir auch Kolja Goldstein pumpen, und ein Homie von mir hat schon ganz früh mich auf ihn aufmerksam gemacht und hat gesagt, so, der ist next up, der wird der nächste große Rapper, und derselbe Homie hat mir schon vor vielen Jahren, bevor Kapital abgeblowt ist, gesagt, hey, da gibt's so einen Rapper aus Berlin, den musst du auschecken. Und er hat immer einen guten Riecher, und so habe ich den schon früh am Schirm gehabt, und so feiere ich sehr. Und Orgi sowieso auch, habe ihm auch gesagt, so einen Track, den ich besonders feiere von früher und so, ja, fand ich immer cool auch so, was er hat auch ein bisschen diese Porno-Schiene gefahren und so, das finde ich alles cool, aber von den neuen Rappern auch, der haben jetzt immer so on the spot geputtet. Ah, warte, ich feiere sehr den Rapper, der Lucio aus Berlin, right? Ja, mit diesem neuen Song Wittenberg Platz, der ist hella nice. Dann fahre ich 187 Straßenbande. Dieses letzte Tape von ihnen, High und Hungrig 3 oder. Ich glaube schon. Oder du so. Du hast jetzt auch mit Bones getroffen, was habt ihr Schönes angestellt? Das war also, ein Foto habt ihr auf jeden Fall geshootet. Ist auch ein Song oder Musikvideo entstanden? Das nicht. Wäre natürlich geil, muss kommen. Einfach nur kurz getalkt und sehr cooler Dude auf jeden Fall. Swaggy Dude, ja. Genau, ich erinnere mich, du hast auch in einem Musikvideo mal die Weste getragen. Genau, ist da, ist deswegen dazu gekommen? Die Weste war in so einer Art kleinen Freestyle und so, Ist ja cool, wenn man sich so gegenseitig Respekt gibt, gerade so mit diesen ganzen Sachen, die man auch auf den Markt bringt. Merch, die sah ja auch cool aus und passt ja. Ja, guck mal, mega. Sachen, wo einige Leute vor einigen Jahren dachten, ey, es würde niemals passen. Das ist für mich eigentlich das Feature, was gerade auf der Hand liegt. Bones und Moneyboy. Ja. Weil quasi fahrt ihr beiden den gleichen Film. Ja, ich feiere halt auch. Ich feiere sein Mucke hart, was er rappt und so. Also gehe ich schon heavy damit. Und alles andere muss man sehen, was sich ergibt. Ja, alles mit der Zeit im Leben. Wir haben gerade über deinen Sehnsuchtsort in den USA geredet. Letzt gab es eine Schlagzeile, dass du dir eine Luxusvilla am Comasee in Italien geholt hast. Für 7 Millionen Euro oder Dollar. Ist es real oder ist das so Yellow Press? Das ist natürlich ein bisschen Yellow Press. Das Ding ist, dass ich in der Schweiz Connections habe zu jemandem, der in diesem Bereich so Investments macht. Mhm. Und die Überlegung war da und ist auch noch da, aber es ist jetzt nicht so tatsächlich jetzt noch dazu gekommen. Aber oft wird aus einem kleinen Fünkchen Wahrheit dann eine komplette Story gemacht. Yeah. Aber zu dieser Promo. Klar, ist ja gute Promo, sowas liest man gerne, besser als irgendein Wack-Shit. Nochmal, was war so das Wackste, was in letzter Zeit
über dich in den Medien berichtet wurde, geschrieben wurde, du denkst, Alter. Ich finde gar nichts. Ich google manchmal Moneyball und mache News. Und es ist ein. Okay, das Wackste war nur das so, Moneyballs Schalke 04 Song. Ist so in der Art, ist Trash oder Leute machen sich darüber lustig oder so. Weil klar, du findest auch ein paar negative Tweets, aber im Endeffekt haben es die meisten Schalke-Fans gefeiert, den Song. Ja, das war schon das Schlimmste eigentlich. Ist nur positive News. Ich fand das mega. So der Retter in der Not, Schalke 04, so leider jetzt in der zweiten Liga. Und die sind da gerade auch hart im Abstiegskampf drin. Und da kommt Moneyboy von der Seite mit einem königsblauen Trikot und probiert da die Stimmung ein bisschen aufzuheitern. Wie haben die es aufgenommen? Haben irgendwelche Player dir geschrieben oder so? Player nicht, aber... Jungs, was ist los mit euch, Alter? Macht euch mal locker. Viele Hardcore-Fans und auch aus diesen Fanclubs und Gamer-Szene und so weiter. Ich habe schon viel Love bekommen, unterm Strich fast, also eigentlich nur Love für den Song. Ja, und ja, ich habe versucht natürlich auch, was ich kann, mit meinem Swag, das Schalke irgendwie zu helfen, natürlich. Aber im Moment sieht es nicht so gut aus, aber das Blatt wird sich definitiv wieder wenden. Ist nur auch, ja, keine Ahnung, diese Saison nicht mehr, aber Abstieg, das wird natürlich nicht passieren. Und dann nächstes Jahr probieren wir es nochmal. Safe. Und ist das jetzt gerade dein Team und bist du so in diesem Fußballgame mittlerweile drin? Ja, es ist mein Team. Natürlich mag ich auch Rapid Wien aus meiner Hometown, war ich immer Fan. Ich bin nicht so deep drin, aber natürlich verfolge ich alle Schalke-Spiele. Darauf beschränkt sich es dann hauptsächlich. Wie war es bei dir, so plötzlich bei Sky Sport und sowas gesehen zu werden? Es war auch nice, so ein Interview bei einem Sportsender zu geben und die haben da auch alle mitgemacht. Ja, also, das war crazy. Ja, das hat total meinen Tag gemacht und ich war voll auf so einer Euphorie-Wave an dem Tag, weil sich das alles so zufällig ergeben hat und dann ist das alles so viral gegangen. Ja. Das war schon krass, hat mich schon sehr gefreut. Und ja, nur Liebe auch bekommen, Pause von den ganzen Reportern und Fans. Mhm. Ja, die ganz Gelsenkirchen hat dem Boy Liebe geshowt. Mega auf jeden Fall. Und dann dieses Königsblue, das passt ja auch irgendwie Match zum perfekt. Money Boy auch wenn und Hip-Hop etc. Auch wenn ich affiliated bin mit einer, wie soll man sagen, einer Gruppierung, die eher rote Farben trägt, rock ich auch blau für Schalke. So streng ist da niemand jetzt in dem Bereich. Aber also bei Rot und Blau ist es gar nicht so schlimm. Ja. So ist ja eher so Gelb und Blau, das sind die Feinde. Mhm. Aber auch alles cool. So in Dortmund bist du auch ein gern gesehener Gast. Ja, von daher, das glaube ich auch. Alles cool. Dann rockst du da mit dem BVB-Trikot und alles gut. Nur switchen sollte ich nicht. Zumindest nicht. Easy. Dortmund ist auch ein cooler Verein, aber ich hate die jetzt nicht oder so. Easy. Dann bleiben wir erstmal hier bei der Mannschaft. Da wir gerade schon bei dem Sportthema sind, wie schaut es bei dir gerade basketballmäßig aus? Ja, bist du im Training, wirfst du mal ein paar Körbe? Actually, ich bin leider nicht mehr dazugekommen seit einiger Zeit, aber ich will jetzt wieder spielen, weil ich vermisse das einfach und so. Das ist eine der Aktivitäten, die jetzt nicht mit irgendwie Business und so und Musik zu tun haben, die mir halt einfach wirklich Freude machen. Und ich muss einfach spielen, weil ich glaube, dass das meinen Swag auch insgesamt elevated und ist das beste Training. Ich kann nicht da eine Stunde joggen durch den Wald oder sowas ist hella boring. Und beim Basketball spielen, man spielt einfach, man sieht das nicht so jetzt. Man muss sich überwinden und sowas einfach fahren und man ist trotzdem in Tip-Top-Shape. Und ich will auch in Tip-Top-Shape sein für die Babes und für mich und für die Fotos und die Videos und so. Und dafür ist Basketball am besten. Natürlich Weightlifting mache ich auch. Gut, durch die ganzen Shows. Ja, normal, wenn ich... gehe ich schon 2 bis 3 Mal die Woche trainieren, aber wenn ich on the road bin, dann schaffe ich das nicht, aber wenn ich dann Zeit habe, dann hitte ich das Gym auf jeden Fall und dann wird man schon die Gains sehr schnell sehen beim Boy. Ich bin jemand, der sehr schnell gainen kann und es auch dann wieder zurückfahren kann. Ja, safe, du hast wirklich so ein bisschen abgenommen, kann das sein? Ja. Ein bisschen mehr im Shape? Ja, ich bin definitiv in ganz guter Shape. Ich habe jetzt zwar wieder angefangen hier zu smoken, weil das ist hier sehr erwünscht in dem Kulturkreis hier, glaube ich, und was ich nice Alarm finde, so rauchen, ja, zu smoken, weil Alkohol wird nicht so sehr gesippt und dann habe ich wieder angefangen in Cigarettes zu smoken, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, dass sich das auch eigentlich healthy ist, in gewisser Art und Weise, weil Wenn man happy ist und so und etwas Spaß hat, dann ist es auch gut für die Gesundheit. Darum sehe ich jetzt Cigarettes, aber keine Werbung jetzt dafür, aber in meinem Fall ist das eigentlich ganz nice.
kann man so sehen. Keiner macht den Drogen, meine lieben Freunde. Das müssen wir auf jeden Fall sagen in dem Interview. Genau, und bleibt in der School. Und und keiner macht den Drogen. So sieht's aus. Deutschland ist ja letztes Jahr Basketball-Weltmeister geworden. Hast du das verfolgen können? Und bist du überhaupt Deutschland-Fan oder eher Österreich-Fan? Ich bin immer Deutschland-Fan, bei Fußball, bei Basketball, bei allen möglichen Events, außer wenn sie gegen Österreich spielen. Bei Fußball, da hat jetzt Österreich die letzten Games schon gewonnen. Deutschland ist jetzt irgendwie keine Week, aber Österreich ist jetzt der neue Alaba dreht durch. Verein, das neue Nationalteam. Das neue Deutschland jetzt. Wir sind alle für Österreich. Und ja, Österreich ist jetzt im Fußball besser, aber im Basketball ist jetzt noch. Deutschland war halt auch schon immer eine Basketball-Nation. Ja. Detlef Schrems, Nowitzki, jetzt Schröder, alle. Und ich habe mich sehr gefreut, ich habe das Game auch live in einer Sportsbar gewatcht. Wie heißen die beiden Brüder? Die Wagner Bros, ja, Franz und Mo Wagner. Ja, geiles Team und wir werden dann sehen mit den Olympics und Dennis Schröder natürlich, den Homie. Also ich würde ihn gerne mal treffen oder so. Ich habe gesehen, der spielt jetzt in New York. Ja, er wurde jetzt getradet, ist jetzt in New York und ich fände es funny, ich watch auch seine Blogs und so, sehr cooler Dude. Und ich habe ihn mal in Braunschweig zufälligerweise getroffen. Ja, da kommt er her und ich habe mal Ex-Teammates von ihm getroffen und habe ihm sogar, sie haben gesagt, mach einen Shoutout für ihn, habe ich Video-Shoutout gemacht, also keine Ahnung, wahrscheinlich, vielleicht kennt er mich und so, aber keine Ahnung, mit einem, nice ihn mal zu mieten. Ja, mega. Hast gestern den Super Bowl geguckt? Weil wir sind ja hier so ein bisschen so World Apart in Dubai und es war ein bisschen schwierig, so 6 Uhr morgens. Die Zeitverstellung ist dann nochmal krasser. Und, aber ich bin aufgewacht durch diese Alerts. Wegen das war Unwetter. Der Super Bowl Alert. Und dann wurde ich aufgewacht, habe ich den Alert bekommen, dass das vierte Viertel beginnt. Und dann habe ich das geguckt und das war so ein richtig spannendes Game und ich bin für Mahomes. Und der hat's ja gemacht, ne? Kansas City Chiefs und sie haben gewonnen in der Overtime. Crazy. Taylor Swift hat's gemacht. Taylor Swift und Ice Spice war auch am Start. Ja. French Montana, alle waren dort. Ja, und selbst hast du die Show von Usher gesehen? Die Show von Usher habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gelesen, dass die richtig crazy war. Ja, die will ich mir später in Ruhe mal reinziehen. Willst du analysieren? Feier ich immer. So Halftime-Shows, könntest du dir selber mal vorstellen, bei so etwas aufzutreten? Letztens war es ja bei einer kleineren Show quasi. Ja. Fänd ich ultra nice. Schade, dass es nicht so big in Deutschland ist, ehrlich. Oder auch in Österreich. Ich hätte mir erhofft, und vielleicht passiert das noch, in der Halbzeit bei einem Schalke-Spiel, den Schalke-Song zu performen und noch ein, zwei Hits von mir. Ich feiere das sehr, auch immer, wenn bei den NBA-Games treten immer wieder Ami-Rapper auf, Soulja Boy und The Lunis und alle möglichen Old-School, New-School-Rapper. Das ist schon crazy, das wäre auf jeden Fall sowas auf meiner Bucketlist. Ja. Ich war schon, keine Ahnung, so wie bei den Motor Games. Das ist schon ein geiler Vibe und so, man performt nur 2, 3 Songs vor so vielen Leuten, kommt schon hart. Glaubst du, dass man in Europa so ein bisschen zu sehr den Stock im Arsch hat und das nicht macht? Weil das liegt ja eigentlich auf der Hand. Definitiv. So gerade, keine Ahnung, Bayern München Baskets und dann Moneyboy Halftime Show. Ja, es liegen viele Dinge auf der Hand, die nie entstehen. Ich weiß nicht, wer die Leute sind, die diese Entscheidungen treffen und warum die das nicht gönnen einfach, wenn es perfekt Sinn macht. Aber gleichzeitig auf der anderen Seite, viele Dinge kommen halt schon auch zustande. Manchmal muss man nur ein bisschen länger warten, so wie die Leute haben immer gefragt, wann kommt dein Juice, wann kommt dein O-Saft? Und jetzt ist er auch gekommen. Ich mache mir da nie so eine Pressure und ich möchte lieber, dass die Leute an mich herantreten, weil so merkst du überhaupt mal, dass die Bock und motiviert sind. Wenn die nicht einmal das auf dem Schirm haben und so, dann okay, dann mache ich da auch jetzt kein Konzept und schlage ihnen das vor, nur damit die dann sagen, no. Wie kam es eigentlich zum Orange Juice Deal? Und ganz ehrlich, willst du mal probieren? Ja. Der knallt irgendwie nicht. Wir brauchen den Original. Ja, na, es ist nicht so gut wie, das ist der, wie einfach das ist Orangensaft. Tschüss. Wie aus dem Nichts. Deswegen mache ich das bei Kaufland. Tschüss. Bruder. Dang. Warte, ich mach dir mal hier ein bisschen ins Aber es war jetzt kein Trick, da ist nicht der einfach Orangensaft drin. Nee. Okay, das weil ist hier der Original. Okay, nice. Wie kam es zu dem Deal hier mit Kaufland? Mit dem Original Saft. Mann, das ist ein Bio-Saft, ne? Also warte. Einfach Orangensaft. Das hier ist keine Produktplatzierung. Das mache ich für einen Homie. Wir alle kennen das quasi die Story hinter dem Orangensaft. Aber das ist jetzt wirklich bei Kaufland
und überall ausgelegt ist, ist das schon heavy. Bio-Orangensaft. Ja, das, das ist 1A Qualität, auch in einer Glasflasche, das ist gut für die Umwelt. Biofrüchte, edelste, exotische Orangenfrüchte. Kein Fruchtfleisch natürlich, richtig smooth. Und es hat diesen Kick, diesen Säurekick. Und ich habe nur Props bekommen und mir war es sehr wichtig, dass er einfach 100% on fleek ist und best quality. Und das ist uns auch gelungen. Kaufland und dem Boy. Stehen wir natürlich hier ganz nach vorne. Ja, und es fliegt aus den Regalen. Es ist oft sold out. Viele Leute beschweren sich. Warten wir auf den nächsten Drop, dass wir dann mehr Flaschen auf den Markt bringen. Ach, war das jetzt quasi nur der erste Drop und danach wird nachgeliefert oder wollten wir erstmal gucken? Genau, ja, da ist eine Option drauf. Mhm. Dann mega. Gucken wir mal. Wie kamst du zu diesem Kaufland-Deal? Ich hatte ja schon vorletztes Jahr eine coole Kampagne mit Kaufland, wo ich einen Song gemacht habe für ihre frische Kampagne. Weil Kaufland halt, ehrlich gesagt, wirklich die freshestes Obst und Gemüse hat. Und habe ich promotet und dann war es dann naheliegend, dann gab es auch noch so ein cooles Kochformat mit Kaufland, was ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Das hieß Fresh House Kitchen. Das könnt ihr auch alle auschecken auf dem Kaufland YouTube-Kanal. Und wir haben regelmäßig dann kleine Kooperationen gemacht und ich glaube, dass Julian Bam und Knossi sind Teil von der neuen Flagship-Kampagne von Kaufland. Und kann sein, dass auch vielleicht Julian Bam da irgendwie ein gutes Wort eingelegt hat, das weiß ich gar nicht so genau, aber da mit Julian haben wir ein Musikvideo produziert und für seine große Serie auf YouTube bin ich auch vorgekommen als Schauspieler und vielleicht hat das auch dann irgendwie ein paar Türen geöffnet. Mega. Welche weiteren Marketingaktionen hast du in nächster Zeit geplant? Sind weitere Marken auf dich aufmerksam geworden? Weil ich finde, so als Testimonial, so bist du eine der ersten Adressen in Deutschland, die gewählt wird. So du, Echo Fresh, ja. Luciano, so euch nimmt man so, wenn man einen coolen Hip-Hop haben will. Ja, das freut mich auch extrem und ich habe schon einige coole Sachen gemacht und ich habe auch Anfragen von großen Firmen regelmäßig, egal ob das eine Autobrand ist, eine große. Welche? Das kann ich verraten. Da freue ich mich schon drauf. Oder auch aus dem Tech-Bereich, Mobilfunk-Bereich. Also es gibt schon, und ich pick mir natürlich nur die größten Brands raus und nicht irgendein, irgendein so Scam-Sachen oder sowas, vielleicht manche Leute promoten. Also ich nur etwas, hinter dem ich stehen kann. Okay. Ja. Okay, da wir gerade schon hier bei dem ganzen Marketing-Thema sind, etc., Business-Thema, let's talk about money mit Moneyboy. Ja, letztens gab es eine Nachricht, dass du einen Getränkedeal quasi abgeschlossen hast und dann die Marke an Coca-Cola verkauft hattest. Was hat das genau auf sich und welche Marke war das? Ja, also die Story basiert darauf, dass ich mal in einem Interview das erwähnt habe, dass ich investiert habe in Body Armor. Das ist ein Sportsdrink mit Kokoswasser und Elektrolyten und so weiter, wo auch Kobe Bryant beteiligt war. Ab 2017, 18. Und dann, das habe ich Rest irgendwo... Rest in Peace auf jeden Fall. Rest in Peace. Und das habe ich irgendwo gelesen halt, so in einer kleinen News, das war kein großes Thema und so. Und ich habe mir gedacht, Kobe Bryant ist der ultimative Winner. Und wenn er da irgendwie sich beteiligt, muss ich es auch machen. Und dann habe ich das herausgefunden, wie man investieren kann. Und die Zahlen, auf die gehe ich jetzt nicht näher ein. Also Übertreibung ist natürlich immer in den Medien so ein Ding. Aber das war schon ein guter, lukrativer Move. Und das ist ja auch mein Spezialgebiet, Softdrinks, Sportsdrinks. Ein guter Move, aber sowas kommt halt nicht alle Tage. Klar. Kann man nicht, das war ein Zufall eigentlich so, ja. Ich kann jetzt nicht den Leuten fragen, mich da, was gibst du mir für einen Tipp, wo kann ich investen und so. Wenn man zu sehr sich damit beschäftigt und auf die ganzen YouTuber und die ganzen Tipps hört und Krypto hier, NFTs da, ich lasse mich nicht von irgendeinem YouTuber beeinflussen, aber wenn Kobe das macht, ist es eine different Sache.
Hundertprozentig. Und gerade hier in Dubai bekommt man ja viel Werbung von den ganzen Immobilien, Real Estate. Genau. Das ist jeder für mich das fragt meiste mich, hey, Scam, bist du in Alter. Kryptos? Ja. Mein Kollege sagt, damit kannst du in 6 Monaten dein Money verdoppeln. Und dann frage ich, wer ist dieser Kollege? Und na, ich will es nicht, dass das von außen an mich herangetragen wird, sondern eher, dass ich selber was entdecke. Und ich glaube schon, dass man mit Krypto gute Moves auch machen kann. Aber ich warte da lieber, wenn man zu sehr sich da rein vertieft, das ist wie bei Verschwörungstheorien. Du findest dann 100 Artikel oder 100 Leute, die sagen, diese Cryptocurrency wird, du investierst 1 Euro und in 10 Jahren hast du 10 Milliarden. Mhm. Also das macht keinen Sens für mich. Ja. Wie handelst du dein Business? Wie gehst du ran an das ganze Geschäftsding? Du bist Rapper natürlich in erster Linie. Ja, recht. Hast jetzt die ganzen Marketing-Sachen mit reingenommen. Aber was gibt's noch? Ja, recht gerade. Ja, traditionell würde ich gar nichts sagen, aber ich bin beeinflusst von diesen Hip-Hop-Business-Leuten unter anderem. Auch natürlich Jay-Z und Dame Dash, der früher bei Rockefeller ihn auch groß gemacht hat, Damon Dash. Und er hat etwas gesagt, er parkt sein Money nicht auf seinen privaten Accounts, er investet alles in Companies und so. Er keep das Money flowing und natürlich braucht man sein fixes Cash und so auch natürlich, aber ich investiere und am liebsten investiere ich in mich. Ich setze am liebsten auf mich selber als auf irgendwen, weil das kann ich am meisten beeinflussen. Und ich investe in mich und dann lege ich das Geld natürlich auch an in Aktien und da vertraue ich auch nicht irgendeinen Nerd in einer Bank in Österreich, der mir da irgendwas zusammenstellt, sondern traue ich meiner eigenen Intuition. Aber da muss man auch vorsichtig sein bei YouTube und so. Ich kann jetzt da keine konkreten Tipps geben, weil was weiß ich so. Aber ein paar Sachen haben sich schon richtig gut ausgezahlt und das kommt dann eh auch meistens aus diesem Hip-Hop-Entertainment-Bereich oder eventuell auch noch immer aus diesem Food-Drink-Bereich, obwohl da habe ich jetzt nicht so die großen Gewinne mehr gemacht, aber auch keine Verluste. Aber eher so in diesem, wenn man das Music-Business ein bisschen verfolgt, was da die in den USA die großen Player sind, egal ob das live vielleicht ist oder so, wo vielleicht auch Jay-Z involved ist und so, dann investe ich da, weil du weißt, wenn das Money einfach da ist, es wird eher weniger wert und muss man halt ein bisschen verteilen. Krypto natürlich auch ein bisschen. Was war dein bestes Investment in dich selber? Was hast du in letzter Zeit ausgegeben, wo du sagst, das war perfekt, das hat zu mir gepasst und das hat mich elevated? Weil du hast gerade was sehr Wichtiges gesagt, das wichtigste Invest ist wirklich in einen selber, damit man sich selber besser fühlt. Das hat mein Dad mal gesagt, so. Meine Schwester hat ihn gefragt und so und das ist in meinem Kopf stark geblieben. Ich meine, ich habe eh schon immer danach selber auch gehandelt, instinktiv und so, aber ich fand das war ein Point eigentlich so. Und aber das beste Investment, würde ich sagen, war insgesamt einfach in die Qualität von meiner Musik. Producers, Engineers und Features. Mhm. Und wenn ich ein Feature anfrage, und das ist ganz normal in dem Game, wenn du keine persönliche, für mich zumindest, wenn du keine persönliche Beziehung zu dem hast, dann payt man einem Army-Rapper und dann komme ich nicht. Und wenn das ist sein Preis, ist sein Preis und ich verhandle da nicht, weil ich würde auch nicht wollen, dass das jemand mit mir macht. Und dann pay ich das, weil das ist für mich das Wichtigste. Und ob das so viel bringt, jetzt das Feature mit dem Army-Rapper, das glaube ich gar nicht, aber da geht es insgesamt, es gibt mir was ich dann in anderen Songs, die Inspiration oder den Swag, den ich daraus gewinne und den Spaß an dem Ganzen, dass ich dann nach Amerika fliege und mit denen ein Video mache, das geht darüber hinaus, wie viele Klicks das jetzt kriegt oder Streams, das tut mich insgesamt beflügeln und den Fun vergrößern, weil das war so meine Dreams, jedes Musikvideo, was ich shoote, jedes Feature, was ich mache, das ist für mich irgendwie so für einen Teil meiner Legacy und das ist priceless, meiner Meinung nach. Hundertprozentig. Und genau das ist auch das Wichtigste, was man als Künstler und Musiker machen kann. Du hast mir den Song gezeigt von No Plug und dann meinte ich auch zu dir, ey, das ist nicht einfach so da so hingemacht. Yep. Der hat wirklich abgeliefert und sein Part ist on point. Ja. Und ich wusste es auch. Einfach aufgrund, dass ich... Weil wir kennen alle diese Billig-Ami-Features. Ja, ja, definitely diese throwaway, dahingerotzten Parts. Und du sagst 100% und auch Close-Leuten von mir, die ich es gezeigt habe, sahen das alle genauso. Und ich habe immer Glück gehabt, weil das ist halt so, dadurch, dass ich ihn so feiere und auch beeinflusst bin und irgendwie denselben Taste habe und auch wie ich ihn approache und dass ich cool bin, das merkt er ja auch und das G-keepe und nicht
on point bin, ich überweise sofort das Money, ich habe den Track schon mit Open Verse, das befördert das dadurch, für ihn ist es auch geil, ein Dude aus Austria will ein Feature von ihm koppen und so, das merkt man, ich habe mit Ellie Boy mal ein Feature gemacht, der hat auch den übelst krassen Part, und das ist auch ein Ellie Boy, Atlanta, Real G, alle, und ich habe mit Peso Peso ein Feature gemacht, und das ist wie jeder Verse von ihm auf seinem eigenen Album. Ja, es ist Pain drinnen, es ist Swag drinnen, das ist kein Throwaway und so. Irgendwie habe ich Glück, aber wie ich die Leute approache und worked halt aus, aber ich bin davon immer gleich überzeugt, dass es so funktionieren wird, sonst würde ich es auch gar nicht machen. Und, ja. Mega stark auf jeden Fall. Was war dein, oder wer ist dein Lieblingsfeature? Wer ist dein Wunschfeature? Das ist immer die Frage, actually Real Rap, aber ich sage dann noch wen, dass dieses No-Plug-Feature ist for real das, was für mich irgendwie das Wichtigste war und so, weil mein Favorite Rapper eigentlich ist. Weil ist er eins deiner Vorbilder? Ja, definitely. Weil du hast dich quasi nach ihm benannt. Ja, ja, definitely. Und Traumfeature, okay, weißt du, ein Ice Spice Feature wäre geil. Ja, warum nicht? Das wäre mega. Ja, würde ich mich, das wäre crazy, aber ist nicht so realistisch, aber das wäre Real Rap, mein Favorite Feature right now. Wenn wir da gerade schon bei diesem ganzen No-Plug-Thema sind, du hast ja eine Zeit lang YSA No Plug gehossen. warum hast du dich wieder dazu entschieden, den Namen Money Boy anzunehmen? Weil es hat ja wirklich für viel Verwirrung gesorgt und voll viele Leute fragen bis heute noch, okay, ja. Money Boy, YSA No Plug, die sich nicht 24/7 mit dir beschäftigen. Also erstmal die Story, warum damals YSL No Plug? Ja, ich wollte so, es war so ein bisschen eine Zeit, wo ich etwas außer Kontrolle war in verschiedenen Bereichen meines Lebens und dann sind auch ein paar Dinge passiert, auf die ich nicht so proud war und dann wollte ich irgendwie signalisieren, dass ich einen Change machen will, dass das nicht einfach mich juckt und nichts passiert und das war für mich so eine Art Signal, so eine Art, keine Ahnung, so einen Strich drunter zu ziehen und sagen, okay, ich change jetzt was und fang fresh an. Ja, und das war so eine Art Auszeit, aber trotzdem war ich aktiv und habe krasse Sachen auch gemacht. Oh, die Drinks kommen. Du meinst ja hier, am Fließband. Money Boy, der Handlanger. Ja. es sollte diese Signalwirkung haben und mir auch ein bisschen Freiheit geben, um da Abstand zu nehmen und einfach musikalisch irgendwie weiterzukommen und trotzdem kreativ zu sein, ohne jetzt da so belastet zu sein und ohne so auch im Auge jetzt so zu sein von jetzt insgesamt dem Public, sondern eher auf einem Low-Level zu grinden, so wie ein Newcomer-Rapper. Yeah. Und das habe ich ausgenutzt und dann mich gefahren, dass ich auch meine Strafe verbüßt habe sozusagen. Und, bin ich dann aus dem Exil quasi zurückgekommen und habe mir gedacht, okay, ich habe das die viel größere Brand, das finden viel mehr Leute. Und dann hatte ich auch meinen Hit Monte Carlo und dann dachte ich, den droppe ich jetzt wieder unter Moneyboy, weil jeder soll den finden, jeder soll Bescheid wissen. Und es haben natürlich Hardcore-Fans mitbekommen, den Name-Change, aber viele auch nicht. Und ich wollte alle möglichen Leute erreichen. Und außerdem fand ich, jetzt bin ich wieder on track. Und jetzt geht's bei mir bergauf und dann bin ich wieder zurückgekommen. Aber es ist wie so ein Name, du verlierst deinen Namen nicht, deinen Familiennamen oder deinen Spitznamen verlierst du halt nicht. Ich bin noch immer YSL No Plug auch und so. Und es float auch gut über die Zunge in Tracks. Und so und bei vielen Rap-Parts und so kann man es leichter einbauen, auch YSL oder No Plug als Money Boy. Und verwende ich es weiter und es ist ein AKA. Und ich habe auch ein neues AKA, was ich mir erst jetzt so seit ein paar Tagen habe, und zwar Money Boy aka Mo Money. Das ist so auch ein neuer Nickname von mir. Der No Plug gegeben. Ja, Mann. Ja. Wir haben auch den Song gehört und dann so Mo Plug, Mo Money. Money. Money ist auch geil. Ja. Mo Money auf jeden Fall. Mo Money, Mo Problems. Yes, sir. Also die Story ist auf jeden Fall mega humble, dass du gesagt hast, okay, hier, ich zeige Reue, ich möchte euch zeigen, dass ich in der Veränderung in Angriff nehmen möchte. Und dann auch wieder so als Newcomer so zu performen, zu battlen. Was war das für eine Zeit für dich? So als YSL dann wirklich so wieder von Null zu starten quasi. Es war... Und hast du es gebraucht? Ich habe irgendwas gebraucht, um mir eine neue Inspiration zu geben oder neue Motivation. Ich habe das definitiv gebraucht und ich bin... Ja, es war eine... Es war schon eine Fun-Zeit, aber es war auch ein Struggle rückblickend betrachtet.
aber sagen wir so ein beautiful struggle. Also und rückblickend kann man es immer leichter sagen. Im Rückblicken ist immer alles, was cool war, viel cooler. Und alles, was schlecht war, vielleicht auch nicht so schlecht. Und ich finde, es ja, gehört dazu und macht einen auch, dann, man lernt auch daraus. Und so war im Endeffekt auch eine sehr coole Zeit. Ja, das wirkt so wie so ein Comeback, so Rematch. Genau. Man hat den Erstkampf verloren und dann sagt man, okay, ja, ich steige wieder in den Ring. Genau, für mich ist eh das Leben oder die Karriere und so ist eh so ein bisschen wie ein Movie oder wie ein Game und ich schreibe dann auch manchmal selber meine Storylines und rede mir auch vielleicht was ein, viel mehr so, ich muss mich da, also viel mehr als das realistisch ist, so zum Beispiel so, jetzt läuft bei mir real good actually und so, aber jetzt sage ich manchmal zum Spaß so, Alhamdulillah. Ja. Hier in Dubai. Ja, God willing. Und dann sage ich manchmal zum Spaß, es läuft alles so slow für mich. Es ist, weiß nicht, ich twiste ein bisschen die Realität so, wie es mir gerade Spaß macht und so. Wie in einem Movie oder so braucht man immer ein paar. Mut? Mein Mut ist pretty, einerseits pretty good. Es ist sehr gut geeignet, um zu arbeiten, aber gleichzeitig merke ich halt auch bei so einer Vacation wie hier jetzt und so, dass es schon einen Teil gibt von meinem Leben, der ein bisschen so vernachlässigt wird von mir. So soziale Dinge und auch einfach normal Fun haben. Mhm. Fällt mir gar nicht so leicht so. Ich habe vorher auch gesagt, ich war so ein bisschen numb, wie ich hier angekommen bin. Das worked für mich gut im Studio, dann bin ich fokussiert und mit meinem Mind da und work ist super quick. Knocke jedes Feature raus und bin 100% wired, aber dann komme ich jetzt hierher und komme in eine ganz andere Welt und weiß gar nicht eigentlich so recht, wie man so normal Fun hat und so. Mhm. Und das wirkt sich dann halt auch auf die Mood aus und das habe ich auch gemerkt, aber dann denke ich mir ja, aber gut, ist halt so und allein, dass ich das merke. Hast du keinen Spaß gehabt oder was meinst doch, du? Doch, genau? Ich hatte schon Spaß, aber... Oder so diese Veränderung, dass du jetzt hier quasi nicht mehr der Moneyboy bist, sondern so, du bist du, ja. Und man kennt dich hier erstmal nicht. Das auch, aber das gar nicht so sehr, weil unabhängig davon, einfach so, also Spaß zu haben bei normalen Aktivitäten und so. Ich hatte Fun und so, aber teilweise halt so auch, habe ich mir gedacht, ja, ich kann es nicht zu 100% so genießen und so. Aber woran liegt das? Ich kann mich an ein altes Interview erinnern, wo du meinst, ey, an für sich, so bin ich ein Sad Boy. Ja, habe ich schon in mir so, viele Leute, aber so irgend so eine gewisse Sadness halt, die kommt halt manchmal durch, aber das kenne ich halt eh schon lange. Und ja, ich weiß nicht so ganz genau, aber allein dadurch, dass ich das so jetzt gemerkt habe und das gemacht habe, mal eine Vacation zu taken ohne Work und so, allein, dass mir das gezeigt hat, ist schon mal der Anfang für irgendeine Veränderung oder so. Ja. Kannst du dich entspannen oder fällt dir das schwer? Ja. Ist dieser Workflow, gehört das mit zum Moneyboy? Ja. Weil guck mal, du bist wirklich, würde ich schon fast sagen, der most booked Rapper zurzeit. Du spielst locker 2-3 Shows die Woche und so überall wollen die Leute so mit dir gerade assoziiert werden. So, du bist einer so, den lädt man gerne in seinen Club ein. Und dann wird auch gefüllt, alle Leute wollen mal schauen, ey, was macht Moneyboy? Wir feiern ihn auf Spotify, so deine Songs, 20, 30 Millionen Klicks mittlerweile, so die Hits der letzten Zeit, das ist ja mega. Ich glaube, das ist halt so mein Alltag, aber das, was mir am meisten eigentlich Spaß macht, ist im Studio an der Musik zu worken. Okay. Das ist das, wo ich halt alles vergesse und wo ich wirklich in meinem Flow bin und wo halt Stunden vergehen und auf einmal ist schon so und so viel Uhr und ich habe einfach nur geworkt und das liebe ich halt und so, aber das ist wahrscheinlich bei vielen Workaholics ein bisschen so, die wollen irgendeinen Part nicht sehen vielleicht von sich. Es gibt so viele Workaholics in jedem Bereich, ob das Investmentbanker oder was auch immer, was sie machen. Die vernachlässigen, weiß nicht, die worken einfach nur, weil, keine Ahnung, wahrscheinlich sonst würden sie vielleicht nicht wissen, wer sie sind oder was sie wollen und so. Und definitiv, ich werde auf jeden Fall genau, ich kann es nicht so beantworten, woran es genau liegt, aber ich werde genauer vielleicht irgendwie hingucken. Und ich habe jetzt schon in letzter Zeit viele Dinge anders gemacht, so. Früher war ich auch schon nicht so
nicht einmal so open für Features und solche Sachen, so Kleinigkeiten, und ich ändere laufend die Art, ja, oder ich versuche offener zu sein und muss vielleicht manche Dinge, auch Social Dinge, erstmal ein bisschen lernen oder merken, wie die funktionieren. Okay, das klingt jetzt dumb, aber nee, easy. Ja, so in der Art. Klar. Ja. Das ist eine Sache, also du bist seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, so machst du Musik, so, wo man dich kennt, und du steckst halt in dieser Entertainment-Position drinne. Yep. Und egal, wo du hingehst, so, du bist Moneyboy. So, da muss man auch erstmal klarkommen als Künstler. Yep. Viele Künstler schießen sich ab und sperren sich ab und kommen mit dem ganzen Druck nicht klar. Yep. Und das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass man so die ganzen sozialen Sachen nicht komplett vernachlässigt. Ja. Du hast nämlich gefragt, ob ich entspannen kann. Ja. Also zum Glück, oder da, ich fühle mich blessed, ich kann sehr gut entspannen. Und so manchmal ist es vielleicht on the road und auf Tour schwieriger, so dass man auch vielleicht dann im Hotelroom nicht so leicht einschlafen kann und so. Aber wenn ich at home bin und so, kann ich wirklich ziemlich gut eigentlich entspannen und sleepen und alles. Und auch hier habe ich gemerkt, das fand ich auch cool, sobald ich hier war, war ich auch schon super entspannt. Mhm. Also nur weil ich jetzt vorher gesagt habe, ich hab hier schon richtig eine sehr nice Zeit gehabt. Hab und ich so, gesehen. Aber ich bin am Strand, Rolls-Royce. Ja, ja, es war echt eine nice Zeit, aber ich tue noch ein bisschen überanalysieren und schon zu sehr ins Detail gehen und so. Also ich war sofort entspannt und so, und also ich konnte leicht umswitchen und so. Was hat das für dich für einen Effekt, wenn du dir eine wundervolle AP zum Beispiel holst oder eine Rolex oder diese wundervollen Ketten? Ja. Oder sind das Sachen, wo du manchmal denkst, ey, eigentlich brauche ich das gar nicht, dieses ganze Materielle? Beides, genau. Ich glaube, ich bin da zwiegespalten, und ich glaube, viele sind das auch. Weil einerseits, es macht, das kann ich nicht leugnen, da muss ich auch ehrlich zu mir sein, es macht mir halt eine Riesenfreude, und da bin ich wirklich happy einfach. Oh, egal wie, warum und wieso und ob das, also es ist wie eine Trophy, und man, manche Sachen muss man als Rapper, hat man immer davon geträumt und vom ersten Rap-Track gehört, und du kannst dir Rap-Tracks anhören von 1998, wie ich letztens von Sick the Shocker rappt, so I went from Rollies to better Rollies und so, es war immer ein Thema und so, und wenn du so sehr beeinflusst bist, willst du diese Sachen haben. Wenn Amiri Jeans gerade sind, worüber jeder rappt, dann muss ich Amiri Jeans koppen, und es kommt immer ein neuer Trend, und ich will und das muss ich, da muss ich überall mitmachen und so, und das macht mir einfach mega Spaß. Aber gleichzeitig bin ich auch so, dass ich mir denke, ja, was hat das wirklich für eine Bedeutung, diese Dinge? Mhm. Aber dann, ich kann nicht leugnen, ich weiß einfach, dass das für mich dass es mir Spaß macht, weil, wie gesagt, so, ich habe mir jetzt ein paar Sachen hier auch in Dubai gekauft, und keine Ahnung, ich merke einfach, dass meine Stimmung einfach so, zumindest für eine gewisse Zeit, hebt und so. Daran kann nichts falsch sein und so, aber ja. Ja, Mann, Dopamin auf jeden Fall. Und gerade Schmuck und Uhren sind auch ein gutes Invest, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, so kann man es auch gut sich selber zurechtreden, yes, ja, yes. Ja. Aber bei den letzten Jahren, so bei AP und Rolex, ist ja eher gestiegen. Ja, jetzt hier so aber dann sagen wieder andere, okay, jetzt ist nicht mehr so, aber was eine Sache ist, sicher kein Investment, und zwar diese ganzen Designer-Clothes, weil die kannst du am Flohmarkt dann für 10 Euro verkaufen. Außer Handbags. Außer? Handbags. Ja, okay, Birkenbags. Birkenbags etc. Ja. So, die steigen ja auch im Wert. Diese Miri Jeans am Flohmarkt würde wahrscheinlich jemand kommen und sagen, 1 Euro zahlen. Perfekt. Mit Unterschrift dann aber. Du hast jetzt getweetet, dass du jetzt Multimillionär bist. Wie viele Millionen hast du? Oder war das hier so ein Twitter-X? Nee, also schau, aber man kann über Geld reden, aber dann die genaue Zahl muss man nicht sagen, aber so ein paar Millionen werden sich schon befinden in meinem Sehr gut, auf jeden Fall. Account. Gönne ich dir jetzt so 100%. Ja. Wir haben ja dieses Thema gehabt, auch in den letzten Tagen, dass wir ein bisschen drüber gesprochen haben, so, dass man Moneyboy gesehen hat und viele Leute das ganze Thema erstmal belächelt haben. Und mittlerweile bist du einer der größten deutschsprachigen Rapper, die wir haben. Mhm. Und das Lächeln ist vielen Leuten vergangen, und jetzt mittlerweile ist der Respekt da. Mhm. Ist das für dich eine Genugtuung, dass man es den Leuten gezeigt hat, von wegen, ey, guck mal, das, was ich gemacht habe, so, das war real. Ja. Das war nicht nur irgendwie, ich wollte keinen verarschen oder sonst was. Ja. Es bedeutet mir schon sehr viel, weil als Rapper, du willst... Weil ich sage das auch aus freien Stücken. Ja. Aus freien Stücken. Nicht nur als Rapper, so, sogar Tony Montana wollte Money, Power, Respect.
Und du willst den Respekt, egal wie sehr du sagst, ich will nur das Money oder ich will nur das und das. Man will den Respekt, man will vor allem auch den Respekt von seinen Peers, von Leuten, die dasselbe machen und so. Dumm bedeutet mir das mega viel, wenn irgendein Rapper, der halt super famous ist oder zu dem man halt auch mega Respekt hat und so, wenn der einem Props gibt und so, das bedeutet mir mega viel. Und dafür macht man, also das ist natürlich nicht die Inspiration, wenn du einen Song machst, aber insgesamt für deine ganze Karriere ist das schon, was du willst. Du willst auch mit Respekt ja. bezahlt werden. Und du, niemand wird von jedem ihr Respekt kommen, die krassesten Rapper werden disrespektiert und gehatet, aber unterm Strich weiß man schon, dass wer Respekt verdient und wer nicht, weiß ich nicht. Weil ich mich gar nicht anfangen, aber die Leute, die haten Blueface oder Soulja Boy und so, das sind krasse Rapper und Legends und so, die werden auch gehatet, aber die kriegen auch nicht so öffentlich so viel Respekt, obwohl Soulja Boy auch, aber ich will nicht abdriften jetzt von Money Boy. So, ja, ist schon nice, den Respekt finally zu getten, aber eh schon jetzt einige Jahre. Mhm. Das ist jetzt schon. Die Zeit vergeht schnell und so, aber das ist jetzt nichts Neues, dass ich den Respekt gette. Und ich habe den noch nie aktiv eingefordert und so gesagt, oh, mich nie beklagt darüber. Kurz am Respekt um meinen Namen. Ja, ja, ja. Die Birdman damals ja, genau. in der Radiosendung, aber ja. der hat es auch verdient auf jeden Fall. Ja. Bei wem hast du dich am meisten gefreut? Über welche Props? Ja, ich schon im Endeffekt über Bones. Jesus, Bushido, Farid, Echo und letztens auch sehr gefreut über, ich hatte so einen Freestyle bei diesen Red, na wie heißt es, Apple Music Freestyle, Fire in the Booth. Ja, Fire in the Booth, ja. Und dann war der oberste Kommentar, der meistgelikte von Raf Camora und der hat irgendwie so Fire oder so kommentiert und so und das war auch halt sehr krass. Ja, sehr nice auf jeden Fall. Könntest du dir vorstellen, mit Raff mal einen Song zu machen? So Wiener Special? Klar, ich wäre auf jeden Fall down. Müsste auf jeden Fall machen. Ja. So. Die beiden größten Wiener mit Young Huren noch. Ja, perfekt. Shoutout. Ja, Mensch. Respekt an alle. Meine lieben Freunde, wir haben einen kleinen Boxenstopp gemacht, haben hier eine wundervolle Obstschale bekommen, aber Daud gönnt sich auf jeden Fall hier die Datteln, passend zu Dubai. Ja, ich liebe die Datteln. Unser ja, neuer Sponsor, datteldealer.de. Gönnt euch auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Ja. Music, also ich habe so deine ersten Steps. Meine ersten Steps waren schon zu Schulzeiten, aber das würde ich, kann ich nicht so. Das war mehr businessmäßig schon so. Da habe ich auch den Namen schon 21 Records oder 21 Entertainment, okay. wie mein Label bis heute heißt, geprägt. Da war ich mehr. Die Rapmusik war nur so ein Hustle, da war ich sehr inspiriert von Master P und No Limit Records, die einfach jede Woche ein Album gedroppt haben. Merkt man auch, ich schwör's dir. Ja, mir das eher so Spaß gemacht, obwohl ich jetzt Rappen noch nicht wirklich gut konnte, war ich mehr so business-minded schon und hab so Leute Verträge signen lassen und so und Artists gesigned. Aber dann habe ich andere Dinge gemacht zwischenzeitlich und dann würde ich sagen, nach meinem Amerika-Aufenthalt, wo ich so ein Jahr in den USA war und da war 2006 und ich fand das auch ein krasses Hip-Hop-Jahr für diese Down-South-Mucke und so. Und da habe ich sehr viel Musik auch konsumiert und Lil Wayne war da so on fire mit seinen Mixtapes und ich habe so viel Musik gehört und dann so selber dann angefangen, so schon so da in den USA so ein bisschen Stuff zu recorden und so ein paar Leuten zu schicken und dann so 2008, dann habe ich so ein paar Tracks recorded. Wer war dein stärkster Einfluss in der Hip-Hop-Musik? War es Lil Wayne? Zu dem damaligen Zeitpunkt Lil Wayne und das ist bis heute so, seine Art, dieses frei Assoziative einfach, die eine Line geht noch darum und die andere um was ganz anderes, ohne jetzt so roten Faden und so. Ja. Kennst du dieses TikTok-Format, wo Leute so über den Hollywood Boulevard laufen oder durch New York und so von wegen, who's your favorite rapper? Und ich habe mir das letzte Mal wirklich so ja? 20 Dinger, fast immer ja. nur Lil Wayne. Ja. Er hatte so einen heftigen Einfluss. Ich habe auch schon viele, mega Typ. Viele, ich feier den auch. Viele Deutschrapper und Ami-Rapper auch getroffen und für auch viele, die meisten meiner Homies, die auch mit mir auf Tour sind teilweise und so, die sind alle irgendwie riesen Lil Wayne Fans. Ja. Mein Homie Taylor ist größter Lil Wayne Fan, Sonics, mein DJ und Producer und ja, er hat schon sehr viele beeinflusst. Die meisten Hami-Rapper wahrscheinlich, den ganzen heutigen Sound ja. hat er irgendwie gestartet. Auch Leute wie Jay-Z, so Flow-Sachen, Dipset-mäßig und so. Da hat man viel
übernommen. Ich war riesen Dipset-Fan, Juelz Santana, Hell Rel, mit dem ich auch jetzt schon mehrmals zusammengearbeitet habe, der auch letztens mir auf meine Story in Dubai geantwortet hat. Und geil. So, die haben schon geprägt in den Anfangszeiten, so flowmäßig, thematisch und diese No-Limit-Sachen auch. Ich habe jetzt letztens erst wieder diese Musik von früher gehört. Der Sound und so, es hört sich gar nicht outdated an. Und ich die ganzen Themen und sowas hat mich schon sehr geprägt, worüber die gerappt haben. Stark zeitlos, die Musik auf jeden Fall. Sowas kann immer wieder kommen. Und wie sieht es bei dir aus, so in deiner künstlichen Weiterentwicklung, in deiner künstlerischen Weiterentwicklung? Was war dann quasi der erste professionelle Drip? Natürlich, jeder kennt den Song, Dreh den Swag auf. Genau, das Mixtape, wo Dreh den Swag auf drauf war, war das erste, was ich so wirklich veröffentlicht habe und das erste richtige Projekt mit mehreren Songs. Und das ist gleich dann durch die Decke gegangen. Da habe ich halt auch gewartet, bis es möglich war mit Social Media und bis man sich selber promoten konnte. Damals konnte man aber noch nicht mal Songs selber auf Plattformen hochladen, da hätte man noch ein Label oder sowas gebraucht. Aber dann ein paar Jahre später kam dann TuneCore und andere Companies und dann konnte ich auch Originalmusik dann hochladen, was jetzt ganz normal ist. Ja, also es hat bei mir gleich von Anfang an, wo ich es ernst genommen habe, ab dem Zeitpunkt innerhalb von 2 Monaten, glaube ich, funktioniert, dass ich schon die ersten Shows hatte. Ihr wart ja einer der ersten, die dieses ganze Soundcloud-Business hier in Deutschland etabliert habt und wo man halt so Free-Songs, auch mal so bekannte Beats genommen hat und haben halt sehr viele Leute gepumpt. Ja. Wie findest du es persönlich, dass du einer der Rapper bist, der quasi eine Deutschrap-Generation geprägt hat, die zu Beginn quasi so ein Stück weit belächelt wurde, aber dann so, die Leute sind mit drauf gesprungen und haben quasi das gleiche wie Moneyboy gemacht. Ich habe hier 3, 4 Namen im Hinterkopf, aber wenn ich das droppe, so, da habe ich morgen ein bisschen Struggle, aber ich sehe das ja. Ich bin proud drauf und ich würde es nie selber sagen, weil ich weiß, dass es immer viele, viele Leute dazugehören und dass nicht einer dafür verantwortlich ist. Aber wenn es jemand sagt, kann ich nicht lügen, das freut mich natürlich mega. Ich kann mir dafür nichts kaufen in dem Sinne, aber es ist schon sehr nice, wenn es jemand sagt, vor allem jemand, der irgendwie dessen Meinung vielleicht auch bisschen mehr zählt, bin ich auch ehrlich, so dass wenn das ein Random sagt, ist auch cool, kann auch sein, dass er das alles voll checkt und so, aber ist halt die Reality, wenn das jemand sagt, wie du oder ein anderer Rapper oder so, ist es dann natürlich noch mehr cool, das sind wert. Facts. So, it is how it is. Ja. So, es gibt viele Rapper, die irgendeine Generation geprägt haben und diesen Sound, den du in Deutschland, Österreich, Schweiz etabliert hast, da warst du ja auch einer der Ersten. Und du hast es bis heute durchgezogen. Ja. Wir haben das Jahr 2024 und dann auch Respekt für die Bissstärke, nennen wir es mal so. Voll. Wie so ein Pitbull, der sich festgebissen hat. Ja, das ist definitiv eine Stärke von mir, dass ich so ein Fighter bin oder so, dass ich, keine Ahnung, so ich würde never stoppen. Und ja, das unterscheidet mich auch, es gibt viele talentierte Leute, die irgendwann den Anschluss auch verpasst haben. Und aus welchen Gründen auch immer. Und da habe ich vielleicht in irgendwelchen Bereichen Vorteile gegenüber anderen Leuten. Was ist so dein Erfolgsrezept bzw. Konzept? Ist das diese Hartnäckigkeit, dass man am Ball bleibt? Die kommt aber auch nur durch die Passion einfach. Genau, nehmen wir mal eine Passion Fruit hier. Nein, eine Dragon Fruit nämlich. Ja. Was einfach mir so viel Spaß macht und ich das einfach so gerne mache und die Begeisterung für die, wenn die mal weg ist oder wenn, nicht bei mir vielleicht, aber generell gesehen, dann kannst du nicht mehr, keine Ahnung, es gibt viele Rapper auch im Army in den USA, die noch immer Musik machen, aber du merkst einfach, da ist die Leidenschaft nicht mehr da. Die haben früher krasse Verses gespittet und mega Swag gehabt. Wer zum Beispiel? Ich möchte jetzt niemanden outcallen. Na, ich meine, ich denke jetzt an wen, aber egal. Und dann merkst du einfach, die haben keine Inspiration mehr und die haben diese Liebe nicht und sind wahrscheinlich auch gar nicht mehr so tapped in. Vielleicht die haten wahrscheinlich auch viele neu. Das habe ich auch schon früh gelernt, aber sehe ich auch so, dass du musst es immer embracen und schätzen, die neuen Rapper, die kommen. Wenn du der Dude bist, der das hatet und sagt, das ist wack und das sind keine Punchlines oder das ist so oder Ice Spice Rap, you think you're the shit, you're not even the fart, das ist so wack. Aber gerade ein Dude wie ich,
liebe das, das ist ja auch genau eigentlich mein Style. Simple Lines oft, die einfach catchy sind und die Leute entertainen. Ja, genau. Kennst du die beiden alten Säcke von der Muppet Show, die beiden Opas? Ja. So einer darf man nicht genau. werden. Ganz, ganz von lustig. Der Galerie oben am Haten, ja. Vielleicht irgendwann, wenn man 70 ist. Wir hatten auch das Thema gehabt von wegen hier, entweder du bist Rapper oder du bist Podcaster. Hast du selber mal gedacht, einen Podcast aufzunehmen? Ja, klar, würde mir auch Spaß machen, aber... Joe Budden hat das gesagt. Joe Budden hat das gesagt. Ich meine, ich weiß, er ist Joe Budden, aber mir macht Spaß, Joe Buddens zu sagen, wie früher alle ihn falsch genannt haben. ja, ich finde, sobald man das macht, change sich irgendwas und man wird nicht mehr auf dieselbe Art wahrgenommen. So, wenn ich da stundenlang über irgendwelche Themen und andere Leute diskutiere, das wirkt sich dann irgendwie auf den Gesamteindruck der Leute. Also ich würde das erst machen, so wie Joe Budden, Respekt. Er hat offiziell gesagt, ich trete zurück und bin Podcaster und ich bin ehemaliger Rapper, obwohl ich glaube, dass Joe Budden noch krasse Musik machen könnte. Ich wünschte auch, dass er back kommt, aber wer weiß, vielleicht wäre das dann Trash oder so. Vielleicht glaubt man nur, dass das so cool wäre, aber ich hebe mir das alles auf. Ich fühle mich blessed, dass ich so eine Begeisterung zurückbekommen habe, auch die vielleicht teilweise dann schon nicht mehr so da war eine Zeit lang und so. Und ich habe irgendwie so einen neuen Aufwind einfach selber bekommen, dass mir das alles wieder mega Spaß macht, aber das ist natürlich immer im Zusammenhang auch mit dem Erfolg. Es macht einem viel mehr Spaß. Dieselbe Line, die du rappen würdest, sagen wir, wenn du nicht angesagt bist und nicht gerade so viel Fun hast, das kann dieselbe Line sein, die du jetzt rappst. Du deliverst sie ganz anders und es macht dir eine ganz andere Freude, wenn du wirklich angesagt und am Poppen bist, irgendwelche swaggy Lines rauszuhauen, egal wie simpel die sind. Es connectet anders mit dem Publikum und mit einem selber. Es ist immer ein bisschen im Zusammenhang. Drum war oft so, wenn ich Shows hatte, ich war immer gebucht, weil ich habe eine sehr gute Fanbase und Shoutout auch an alle Fans, weil das ist schon das Wichtigste am Ende des Tages für einen Rapper. Später machen wir eure Fanfragen, also und, seid nicht enttäuscht. Und zu der Zeit, wo ich jetzt sagen wir vielleicht nicht gerade einen Hit hatte oder nicht gerade so begeistert war für die Musik, war es für mich viel schwieriger auf Tour zu gehen und eine Show zu machen. Und jetzt, wo ich irgendwie Hype habe oder einfach zufrieden bin, auch mit dem On Fire bin, meiner Meinung nach, es ist alles viel mehr Fun, jede Show und jeder Travel und so. Macht dir der Erfolg Spaß? Und was für eine Genugtuung gibt dir das? Definitiv. Kann ich auch nicht lügen. Mich freut Real Rap, aber würde jeder wahrscheinlich so sagen, wenn man was postet auf IG oder TikTok und man kriegt viele Views, man kriegt in 2 Tagen 1 Million oder 700.000. Es gibt dann immer einen Kick und es ist ja auch nichts wrong dabei. Jeder feiert das. Und ich liebe den Erfolg. Vielleicht wäre es cool zu sagen, dass das einem egal ist, aber ist eh nicht cool, weil es wäre ja fake. Ja, ich mache viel für diese Kicks halt auch. Ja. Yeah. Wie ist es bei dir morgens, wenn du aufstehst, was ist das Erste, was du tust? Holst du dein Handy raus und checkst erstmal Instagram, X. Und am meisten Fun ist immer, wenn am Vortag, wenn Release Day war und so, gleich mal, wie viele Views hat das Video, wie sind die Comments, solche Sachen. Und dadurch, dass ich viel Output jetzt habe, ist eigentlich fast every morning irgendwas, was ich checken kann. Oder Spotify for Artists, wie viele Streams habe ich, wie viele monatliche Hörer habe ich. Klar. Mega. Ja, sehr geil auf jeden Fall. Wie sieht bei dir dein Live-Business aus? Wir haben gerade schon darüber geredet, dass du zurzeit der most booked Artist bist in Germany. Eine Tour oder Clubshows, wie handelst du das? Ja. Und was hast du selber vor mit deiner Live-Performance? Ja. Ich habe ein gutes Booking-Team oder mehrere und ich pick mir die besten Shows aus und es macht auch Spaß und es gibt auch gutes Money, aber ich finde, das muss man dann auch mal wieder, da muss man wieder auch eine Pause machen und ich werde dann auch eine Pause davon machen, aber jetzt ist halt ein guter Moment, weil ich bin sehr gefragt und das nehme ich natürlich alles mit, ist auch Spaß und ich kann auch meine neuen Artists präsentieren und für die ist es super exciting auch und für mich eigentlich auch still auf Tour zu sein, ist hella fun. Ich habe coole Leute um mich herum und das ist nice, aber man muss auch bigger denken und auch business-wise, weil so mit diesen Rapper-Sachen kann man schon Money verdienen, aber andere Sachen, so mein Merchandise, da bin ich auch blessed. Das hat mir sehr viel
Money auch gemacht und dann muss ich nicht irgendwie nach Regensburg traveln und eine Clubshow machen und das Money kommt jeden Tag rein und diese Business-Sachen, ich habe auch mal gelesen, so durch diesen Einzelhandel oder so, ich meine auch Amazon und so, die durch diese Sachen werden sehr viele Leute rich, wenn das explodiert auch. Ich meine, keine Ahnung, guck dir die ganzen Drinks an, diese von Logan Paul oder von Paul Logan Prime, oder von... Das, ja, keine Ahnung, da wird so viel verkauft, das, wenn man sich das mal ausrechnet, so wie viel Money da reinkommt und so. Und so, das muss nur upblown und Mainstream sein und genügend Leute erreichen und ich bin nicht der super große Mainstream-Artist in dem Sinn, ich bin nicht... Von dem Fame dort und trotzdem, mein Merchandise macht schon crazy numbers und dadurch, dass ich eh so fashion-affin bin, will ich mich dann auch mehr auf diese Business-Aspekte konzentrieren, weil diese Musik, es macht mehr Spaß jetzt als zu gucken, wie viele Bestellungen gab es heute und so. Ist auch ein Kick natürlich, wenn viel Money auf das Store-Bank-Account fließt, aber... Music ist einfach so für mich das Geiste, aber ich will dann auch andere Business-Sachen machen und dann irgendwann dazu kommen. Aber solange es so gut läuft und so, und ich finde auch musikalisch habe ich noch Potenzial, weil ich denke mir so, ich will das so haben eigentlich, dass ich einen Track droppe und der nächste Track kriegt noch mehr. Dass es so angesagt ist, die Mucke, dass einfach alle die neuen Songs wollen, als wäre das Crack oder so. Und es schwankt und fluktuiert und man hat halt hin und wieder einen Hit, aber so, ich möchte das ein bisschen mehr beeinflussen oder irgendwie mehr schaffen, so zu connecten mit dem Publikum, dass ich durchgehend steigern kann und es schaffe, dass es so richtig anticipated und gefragt ist, meine neuen Songs und nicht so mal so, mal so. Da möchte ich mehr eine konstante Aufwärtssteigerung hinkriegen. Bei dir war das eher so du hast viel gedroppt. Und dann ist so einer von fünf ist durch die Decke gegangen. Exactly. Und manche bleiben total unten. Ich möchte das ein bisschen, dass es konstant für alle höher ist. Weil ich beobachte auch andere Numbers und ich habe Hits, die richtig krass explodiert sind. Genau, in letzter Zeit Perkies, Monte Carlo, Drip Drop, Zwambo, Auf Lock. So, das waren ja die großen Hits. Ja. Ich möchte ein bisschen mehr Consistency. Ich mache auch viel so, was mir selber gefällt. Aber ich möchte auch ein bisschen rausfinden und ich glaube, es gelingt mir langsam, zu finden, was connected wirklich am besten mit den Leuten. Und das muss auch ein aktueller Sound sein, weil wie ich mit der Trap-Music gekommen bin, war das der aktuelle Sound. Und das war auch gut für meine Musik, weil Leute haben den Sound gekannt oder das war angesagt. Und allein von den Beats haben das Leute gerne gepumpt und so. Und wenn ich jetzt heute so mal so wie letztens Pink Panther Freestyle auf ein Dipset-Beat, das mache ich halt, weil das mir Spaß macht und ich gerade da irgendwie Fun hatte und so. Aber das ist begrenzt die Möglichkeiten von so einem Track mit so einem Dipset-Sound. Und ich will da eher connecten, was soundmäßig und so jetzt cool ist. Und ich habe auch sehr viel neue Musik in der Pipeline. Und ich werde auch immer Sachen machen, wo ich einfach überzeugt bin. Und keine Ahnung, viele Hits von mir, Perkies, das war jetzt auch nicht irgendein Sound, der irgendwie typisch war oder so. Manche Sachen passieren, du kannst es nicht vorausplanen und darum ist eh immer die beste Strategie, einen hohen Output zu haben und die Fans entscheiden zu lassen. Was ich glaube, das macht es bei dir auch aus. So viel den Fans geben, so nah an der Community ran sein, gerade hier über X, über Twitter, bei den ganzen Clubshows und dann die Leute entscheiden lassen, ey, was feiert ihr? Und dann entsteht halt so ein Hit, der 30 Millionen Spotify-Streams, das ist nicht wenig für einen deutschen Rap-Artist. Ja. Mega gut auf jeden Fall. Wie sieht bei dir zurzeit dein Twitter-Grind aus? Dein X-Grind? Wie soll man das nennen? Twitter oder X? Ich nenne es X, weil man muss mit der Zeit gehen ich finde... Du hast recht, wie wir vorhin besprochen haben. Ich bin wack dann da so. Ich nenne es weiterhin Twitter. Im Sommer bin ich hart gegangen auf Twitter, was auch cool war, so ein bisschen um ein Feeling auch zu getten so. Weil auf Twitter kriegst du ziemlich viel mit, so humormäßig und stimmungsmäßig und thematisch und so. Das bringt einem schon was auch für die Musik und es ist auch fun. Aber ich habe es jetzt zurückgeschraubt, weil es den Reiz verloren hat und weil ich bigger Dings zu machen hatte. Das war vielleicht eine Zeit, wo ich da auch die Freizeit dafür hatte und so, aber... Ich tweete schon consistently, aber ich bin dann mit dem, ich habe es ein bisschen wirklich gemacht, strategisch, eine Zeit lang. Also ich könnte es jederzeit machen, auf Twitter irgendwie
kann immer mal wiederkommen. Ja, ich sag, vielleicht lag es daran, dass Elon Musk das übernommen hat und du dir gedacht hast, ey, jetzt ist es so ein Stück weit abgeschmiert, aber jetzt hat es wieder zurückgekämpft, glaube ich. Ja, stimmt. Ich hatte auch die Zeit, aber das Feeling, dass gerade irgendwie Twitter so Hype hat und so durch diese Übernahme und die Leute waren sehr aktiv und so, das war sicher auch ein Grund, ja. Ja. Wie sieht es mit Threads aus? So das ganze Gegenprodukt von Mark Zuckerberg. Möchte ich nicht machen, weil Instagram ist mir zu wertvoll und zu Mainstream-mäßig. Auf Twitter, finde ich, kann man relativ viel machen. Kann man ja auch, so, nicht, dass ich das mache, aber kann man selbst posten und da kannst du alles machen. Und Instagram ist ja schon viel strenger und ich möchte nicht jeopardisen oder in Gefahr bringen. Die Plattform ist mir zu Mainstream, um jetzt da irgendwelche Sachen, die vielleicht ein bisschen provozieren oder funny sein sollen, aber dann vielleicht einen Shitstorm auslösen, möchte ich mir nicht die Finger verbrennen. Ich habe auch das Gefühl, bei Threads muss man sich ein bisschen mehr beherrschen. Yep. Bei X ist so scheißegal, also da ist alles und genau. So, wenn du mal übertrieben hast, einfach löschen und alles wieder gut. Mhm. Ich habe letztens einen Tweet gelesen, so gerade auch im Zusammenhang mit X und Elon Musk. Da meint jemand, du hast dir Ozempic gespritzt? So diese Abnehmspritzen? What? Na, echt? Okay. Hat jemand gesagt? Ja, hab ich irgendwo in einem Tweet gelesen. Also, weil der Boy in Shape ist. Ja, das denke ich gerade so. Das ist ja eigentlich ein Kompliment. Aber na, ich weiß, dass das jetzt irgendwie beliebt ist und so, aber ich habe das auch nur auf Twitter so gelesen von dieser neuen Spritze zum Abnehmen und so. Aber würdest du das vielleicht machen? Boah, nee. Erstmal nicht. Also wenn man wirklich auf Sumo-Ringer-Modus geht und dann ist es irgendwann zu spät, das ist ja eher für Leute, die extrem übergewicht sind und dieses ganze Diabetes-Thema, dann vielleicht aber jetzt so mit Sport bekommen wir das nicht. Ja, finde ich auch. Ja. So allgemein so Surgery, Schönheitsoperation ist in letzter Zeit auch ein Stück weit in geworden, auch in der Deutschrap-Bubble. Shindy hat letztens die Line gedroppt. Wie war nochmal? Botox wie eine Ho? Mehrere und das Interview gab es auch mit Shirin David, wo er ein bisschen davon erzählt hat, was ich sehr entertaining und cool eigentlich auch fand. Einfach eher, oder Flair mit seinen Zähnen und so viele Sachen. Zu sein. Ja, ich finde es cool und manche Rapper geht noch, also männliche Rapper geht noch an BBL und so. Drake oder, na okay, Drake nicht, ich glaube, er hat was anderes gemacht, aber es gibt immer schon war Gerüchte. Irgendeine Action mit Mia Khalifa oder sowas, keine Ahnung, was da war. Ich habe es gar nicht mitbekommen, was da genau passiert. Weil hier in Dubai bin ich so ein bisschen so, ich hab ausgeklingt. Das habe ich aber nur gemerkt, dass Mia Khalifa so ein Thema jetzt ist und so. Sie kommt back zu Porn oder war mit Drake in Verbindung, ich habe keine Ahnung. Ja, ist auch an mir vorbeigegangen. Aber diese Surgeries und so, für mich jetzt nicht unbedingt, aber so normale Beauty-Treatments und so bin ich nicht abgeneigt, aber so richtig Plastic Surgery oder so ein BBL für so einen Big Booty würde ich jetzt nicht machen. Ja. So, da reicht so Hautpflege oder sowas. Mhm. Wie sieht eigentlich so deine Skincare-Routine aus? Was machst du alles? Ich habe mir jetzt im Duty-Free-Shop auf dem Weg hierher für 300 € die krasseste Hautcreme eigentlich so gibt. Die hatte ich schon einmal vor ein paar Jahren. Ich finde, da sah ich sehr pretty aus. Die ist von Sisley, von Man. Und die habe ich jetzt ein paar Tage geused und ich finde, ich merke jetzt schon einen Difference so von der Skin. Einfach nur so ein bisschen Creme und Serum und Hautreinigung. Und Sonnenschutz ist mega wichtig, vor allem hier in Dubai. Egal, ob ich nur kurz runtersteppe, um Cigarettes zu holen, habe ich immer die Sonnencreme aufgetragen, weil Leute, die sich da, das ist wirklich das Wichtigste fast eigentlich. Der Sonnenschutz gegen die Hautalterung und viel Wasser trinken. Aber ich glaube, am wichtigsten ist, dass man nicht gestresst, dass man nicht gestresst ist und happy ist und Fun hat und so. Darum finde ich, dass auch manchmal so ein Turn-up gut sein kann, weil du fühlst dich gut und so. Und keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass sich das auch positiv auswirkt, ja. Hundertprozentig. Auf jeden Fall habe ich gerade ein Lächeln bekommen, als ich hier wieder auf die Skyline geguckt habe. So ist ein bisschen unwirklich, ne? Wir denken gerade, wir sind in Wien oder in Berlin, aber wir sind einfach in Dubai. Es ist surreal, weil ich... Komm mal wirklich ran mit der Kamera. Zeig mal ein bisschen hier die Aussicht, lieber Philipp. Also, das kannst du nicht besser krass, eigentlich ne? Hinkriegen, so diesen Background. Schön mit dem Wasser, mega. Mhm. Was gibt das für Vibes? So möchtest du das auch immer mal wieder haben? Dass man wirklich so hier dieses Big City Life hat? Ja, auf jeden Fall. Weil wir denken, keine Ahnung, Frankfurt, die 5 Hochhäuser, schön und gut, Respekt, aber... Aber man gewöhnt sich auch so schnell daran. Weil so, dass diese Cars, die super exotic sind in Germany,
wirken hier nach ein paar Tagen dann auch schon irgendwie normal, dass man sowas hat. Allein hier vor dem Hotel, der Rolls Royce, drei verschiedene Urus. Urus ist hier der Audi Q8. Ja, so craziesten Colors und so. Ich denke mir, dann manchmal so kurz, was macht derjenige wohl, dem dieser Whip gehört? Was für Business, wie macht er sein Money und so, aber ja, es ist ultra geil, aber es hat bei mir auch eine Grenze. Ich mag das, aber ich bin nicht, obwohl ich jetzt Moneyboy bin und so nur Material Stuff und oberflächlicher Stuff und nur Money und so, das ist auch jetzt boring. Wenn jetzt eine Person nicht funny ist oder man mit dem nicht, keine Ahnung, dann ist alles Geld und in welchem Whip du sitzt oder was du machst, jetzt auch nicht so krass. Es gibt ja diesen Spruch, so, da ist ein Mann, der reich ist. Und wenn du ihm sein Geld wegnimmst, was ist er dann noch? Ja. So, du musst ja für etwas stehen. Genau. Du musst cool sein. Yes, du musst deine Werte haben. Ja, Respekt bekommen. Ja, oder guck dir Nicki Minaj an. Sie könnte jeden haben und sie hat sich entschieden für den Gangster aus South Jamaica, Queens, der jahrelang im Jail war und so weiter. Weiß nicht. Also jetzt in Hinsicht auf Chicks. Wenn du Money hast, aber du bist nicht funny oder nicht irgendwie, die kann keine gute Zeit mit dir haben und so, ja, dann weiß ich nicht, dann will sie nur, dass du ihr die Credit Card gibst oder mit ihr shoppen gehst und sonst nichts. Merkst du selber, seitdem du erfolgreich bist, dass mehr Frauen sich bei dir melden? Yes. Thank you very much. Definitiv und ich glaube, so sagt Vielen man Dank ja, an das Hotel auf jeden Fall. Thank you for the hotel. Thank you very much, Mr. Five Palm. Definitiv und ich glaube aber so, man sagt ja auch oft so, dass das meiste, was so Männer machen, so egal in ihrem Leben, ist darauf ausgerichtet, so auf Frauen, auch den Erfolg, so dass die Motivation, das zu haben. Ist bei dir auch so? For the girls? Ich glaube schon zu einem Teil und so und ich merke es auch und aber das treibt dann auch an und man merkt es halt schon, das Erfolg ist halt attractive. Ja, Erfolg zieht an. Ja. Das ist vielleicht sogar eine der attraktivsten Sachen. Natürlich, Geld zieht auch an, gerade wenn man hier in so einer materialistischen Welt unterwegs ist. Aber so Erfolg ist, glaube ich, dann nochmal der X-Faktor. Definitiv. Und ich glaube, Mary Jeans und nice Jewelry sind auch natürlich ein wichtiger 100%. Man muss immer probieren, fresh auszusehen. Ganz, ganz wichtig, meine lieben Freunde. Ja. Man macht immer ein bisschen, finde ich, auch Promo. Klar, für die Mucke und für Dings. Aber ich finde, gleichzeitig ist es noch immer ein bisschen Promo für die Ladies. So muss er sein, auf jeden Fall. Wie sieht es bei dir mit deinem Movie aus? Wie weit seid ihr da? Du hast ja letztens ein bisschen schon announced. Ja. Seid ihr schon in der Planung, Drehbuch etc.? Und was wird das für ein Film? Ja, es wird auf jeden Fall ein Gangster-Movie, der beruht auf so Hood-Classics wie Boys in the Hood, Menace to Society oder auch diese Parodie, die es mal gab mit den Wayans Brothers, so Don't Be a Menace to Society while Drinking Your Juice in the Hood, hat das geheißen, oder Hip-Hop-Hood. Und dann auch diese Filme, die es gab von Master P, Bout It, I Got the Hookup oder Friday, die ganzen Teile. Sowas natürlich mit vielen Comedy-Elementen, aber auch Gangster-Shit. So eine Art von Movie. Und ja, es ist noch immer in der Planungsphase, weil ich bin ein Perfektionist am Ende des Tages. Und sowas takes natürlich seine Time und safe. Und ein gutes Team auch rund um sich. Ich bin jetzt nicht, meine größte Spezialität ist nicht unbedingt dieses Networking-Part. Und ich bin auch jemand, der sehr schwer Leuten trusten kann. Und deswegen dauert das sicher auch ein bisschen länger. Und wie du vorher schon gesagt hast, dass es so vielen Leuten schwerfällt, oder an jemanden heranzutreten. Es gäbe ja genug Leute, die sich da irgendwie beteiligen könnten. Production Companies, Sponsoren. Und ich habe das ja auch in Interviews erwähnt, um das mal da so in die World rauszuputten und um zu gucken so. Es haben sich auch ein paar Leute gemeldet, aber nicht so, wie dass es mir jetzt so sehr so weiterhilft. War noch nicht der Richtige dabei. Ja, ich kann schon viel machen, aber ich kann nicht alles machen. Ich kann acten in einem Movie, ich kann das Drehbuch schreiben, ich kann es auch produzieren, aber ich kann nicht alles machen. Normal nicht, klar. Da ist cool, wenn man mit starken Partnern zusammenarbeiten kann, die dann auch so die Vision haben, die man selber hat. Und exactly. Man teilen kann, das ist ganz 100%, das ist wichtig. Ja. Wie schaut es aus, so mal einen eigenen Movie über sich drehen zu lassen, eine Biografie oder ein eigenes Buch? Sowas in der Planung, weil das haben ja wirklich viele Rapper in letzter Zeit gemacht und das ganze Buchthema ist fast schon inflationär geworden, weil gibt es irgendwelche Ghostwriter, die sagen, okay, schreib mal deine Story auf, aber sowas muss ja auch gut werden. Und ist deine Story überhaupt schon erzählt? Ja. Das ist auch die nächste Frage. Ich glaube, da wäre ich noch nicht
bereit dafür. Das reizt mich nicht so sehr. So, klar habe ich mir auch schon mal gedacht, eine Dokumentation zu machen, weil schon spannend wäre, auch das ganze Footage zusammenzusammeln und so, von irgendwelchen alten Interviews, von Live-Aufnahmen, weil es gibt sicher so viel Footage und so, und allein das so alles zu kriegen, allein wenn ich meine alten Festplatten manchmal durchgucke, finde ich Bilder, die mich zurückversetzen in eine Zeit, Songs, Texte, Fotos. Ja. Ey, Shoutout, DJ Teddy, oh, wie geht's, Bruder, alles gut? Alles gut, wie geht's euch? Danke, alles bestens. Yes, sir. Schön, dich zu sehen, wir quatschen gleich. Ja. Perfekt. Sorry. Also am ersten Mal wirklich eine Documentary, und da wäre ich dann auch gern natürlich irgendwie hands-on beteiligt und so. Es haben schon ein paar Leute auf YouTube ein paar coole Sachen gemacht. Es ist ja beliebt jetzt, yeah, so, machen auch, klar, in Ami-Rap viele. Ja. Und die sind teilweise echt on point und die waren auch sehr positiv in Bezug auf mich, die viele Views gegettet haben und so. Und ich hätte ja viel mehr Zugang noch, oder man könnte noch viel mehr Material beschaffen als jetzt der offensichtliche Stuff, der überall ist. Also sowas am ersten Buch, ich glaube, dass man damit nicht so viel Money verdienen kann. Okay, es wird dann vielleicht ein Bestseller. Mhm. Aber das sehe ich noch nicht so konkret von mir. Ich weiß nicht, ob das Buchbusiness, außer du schaffst da den Number One Bestseller, so profitabel ist. Vielleicht dann, ich habe gehört, da geht schon was. Ja? Ja, aber alles mit der Zeit. Ja. So, vielleicht ist deine Story noch nicht geschrieben. Ja, und lieber mal der Orange Juice. Ja, den, warum nicht? 100%. Schnappen sich die Leute schnell mal. Ja. Wann kommt dein Album? Das ist natürlich die große Frage, die sich viele Leute stellen, und ob das heutzutage noch zeitgemäß ist, ein Album rauszubringen. Sehr, ich glaube, in letzter Zeit hast du so dieses Business so gespielt, dass du gesagt hast, okay, ich droppe Songs, aber so ein Album, so, was denkst du? Moneyboy. Ich habe es El Guni schon vor 2 Jahren beim Splash gesagt, haben wir kurz darüber geredet, und ich habe gesagt, ich glaube, ich bin so fucking Album. Ich droppe einfach Songs, ich habe das jetzt nicht geplant, dann habe ich zwischenzeitlich ein Album angekündigt. Das habe ich aber wieder gescratcht, weil ich viel neue Musik habe und vieles dann schon als Single gedroppt ist, was vielleicht auf dem Album gewesen wäre. Und jetzt habe ich das gar kein, und selbst der Albumtitel, den ich da hatte und so, je älter das wird, desto mehr trifft es nicht mehr so den aktuellen Vibe. Welcher war das? Der Albumtitel ist Swagger King, so heißt auch die Tour, und ist auch ein cooler Titel, aber ich weiß nicht, ich glaube, ja, ich brauche was Neues auch. Aber ich, 2 andere Projekte, wo ich vertreten bin, sind konkret in der Planung und droppen auch dieses Jahr. Und zwar einmal der GUDG Label Sampler. Stark. Und das ist eine Exclusive News, die noch niemand weiß, außer meine Artists. Der Sampler wird heißen Money Maniacs. Und das mit Moneyboy, The G, Fab Strides, Taylor Johnson, Sonics, The Cutie, ich hab niemanden vergessen, und vielleicht noch ein paar Guest Parts von anderen Affiliated Artists, und das, im Grunde sind wir da schon sehr gut unterwegs. Und eine Sache, die wir schon eigentlich fertig haben, ein paar Sachen müssen noch gemixt werden, ist meine EP mit The Cutie. Das ist eine Female Rapperin aus Berlin, die echt super baddie ist und gut rappen kann und geile Mucke macht, aber so Newcomerin ist, obwohl sie auch schon viral auf TikTok gegangen ist und so. Also da machen wir bald das große TV-Straßen-Sound-Interview in Berlin. Genau, habe ich schon gehört. Und wir droppen unsere EP, ich glaube, das ist noch vor dem Label Sampler, weil wir sind komplett fertig und wir haben auch schon ein Video in der Pipeline und wir haben alle Tracks, und das ist so ein geiles Projekt. Und das heißt The Cutie und The Boy EP coming real soon, so schnell wir es abrappen und noch ein Video shooten und so. Erst gestern hat sie mir den letzten Feature-Verse zugeschickt. Und da bin ich excited. Das ist für mich spannender aktuell als jetzt ein neues Album. Ein Album kommt sicher zu irgendeinem Zeitpunkt, aber jetzt habe ich mal Singles, die droppen regelmäßig, und auch Features. Ich habe auch einige neue Features gemacht mit Deutschrappern. Mit wem zum Beispiel? Ich habe mit Negative OG ein paar Features in der Pipeline. Mhm. Ich habe mit Mozart was gemacht. Und irgendwas vergesse ich jetzt auch noch, aber easy, einfach bei Instagram folgen, dann bekommt ihr alles mit, meine lieben Freunde. Ja. Okay, du hast gerade über euren Label-Sampler von GUDG gesprochen. Da haben mir leider 2 Namen gefehlt. Ja. Wie zum einen Hustensaft-Jüngling und dann Medi-Manfred. Ja. Was geht bei Hustensaft-Jüngling? Also wir haben regelmäßig Kontakt und so. Ich habe ja erst letztens in Berlin mit ihm gechillt. Und ist er noch Member? Klar, er ist wie ein Familienname. Das kann dir nie mehr weggenommen werden. Bleib ihm da raus, sagst du. Genau. Und ich habe auch ein bisschen so
wie ich schon drunk war. So, ich wollte es eigentlich gar nicht ansprechen, weil ich denke mir so, er macht sein Ding und ist zufrieden, so, dass er nicht im Rampenlicht ist und so. Und er sein Privatleben und er macht was anderes beruflich und get it some money. Er ist ein Hustler, so oder so. Aber er ist kein Rapper mehr zur Zeit. Er ist zur Zeit kein Rapper, aber man weiß ja nie, wie sich's entwickelt. So, er könnte nach wie vor einen dopen Verse oder einen dopen Song machen, aber das ist jetzt nicht so das Thema. Und Medi Money, wir sind auch noch hella cool und sie werden jetzt auf dem sind jetzt nicht so aktive Artists in dem Sinn, aber trotzdem Gangmember. Und keine Parts auf dem Sampler. Boah, die müssen wir nochmal kitzeln. Actually, Jungs, komm, ein Part, ja, müsst ihr ja bringen. Ich glaube, das wäre schon krass. Ich glaube, da kann man die Medi Money, glaube ich, delivered schon safe einen dopen Part, weil der ist schon krasser Artist, Real Rap. Das sollte man nicht unterschätzen, ja. Genau, und wenn jetzt der Hustler-Jüngling im normalen Leben angekommen ist, vielleicht so mit einer Maske oder sowas, so wie es viele andere machen, warum nicht, Alter? So eine Skimaske, so eine bunte. Maybe, ich glaube, es würde ihm sicher Spaß machen. Ja, Mensch. Jetzt lass uns mal noch ein Stück weit deeper werden und über Sachen reden, die sehr viel in der Musikindustrie, wie soll man sagen, erwähnt werden und wo Leute dann auch im Dunkeln stehen und viel gemutmaßt wird. Ja. Dieser ganze Illuminati-Shit. Bist du schon mit solchen Sachen in Berührung gekommen? Was hältst du davon? Nicht so lange Zeit habe ich auch gedacht, dass es completely Bullshit ist und so. Nur vielleicht von, also no disrespect, aber so dachte ich kurze Zeit, dass es eher so dumb people ansprechen, die leicht von sowas geflasht sind und so. Aber in letzter Zeit, man hört es schon oft im Zusammenhang mit verschiedenen Rappern und ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwas dran ist, aber in welchen Ausmaßen und wie sich das auswirkt. Aber man hört von diesen Labels krasse Stories, was da für Opfer erbracht werden müssen von manchen Rappern, damit sie auch an die Spitze gelangen und so. Aber bevor ich nicht irgendwas konkret so, ich habe studiert auch in Richtung Journalismus und ich bin sehr streng Fact-Checking und Quellen. Ich glaube nicht jeden Bullshit und jedes Video, man kann alles manipulieren, alles faken. Gerade in der heutigen Zeit. Wir sind gar nicht in Dubai, meine lieben Freunde. Ja. Wir sind in Hannover. Grundsätzlich bin ich bei Pass. Kann man sowas? Grundsätzlich bin ich bei Ass allem so zuerst mal. Naja, wie meinst du? So irgendwo so ein Angebot an mich von der dunklen Seite. Darth Vader, nachts um 3 Uhr morgens. Es wäre spannend und funny, aber könnte ich echt nicht sagen. So, vielleicht ist es aber auch so, dass die nicht checken, dass ich so relevant bin und so das Potenzial nicht sehen und deswegen ich noch nicht angesprochen wurde. Aber es waren noch nie solche Offers oder so shady Angebote, dass ich meine Seele verkaufen muss oder so. Wärst du ready dafür? Für den right price, maybe. Bei welchem Label bist du eigentlich gesigned? Ich glaube, das ist eines der Themen, die wir gerade nicht angesprochen haben. Ich bin bei mir selbst gesigned, independent, ohne all mein Publishing, alle meine Songs, 21 Entertainment. Aber was auch für mich große Props ist, weil lange Zeit war ich so nicht, dass ich signen wollte, aber ich wollte Angebote. Ich wollte merken, dass irgendjemand checkt, dass ich Motion habe. Und das ist jetzt auch schon in den letzten Jahren, auch 2 Majors haben mich eingeladen, komm dorthin in die City, let's talk. Und dann habe ich aber kurz überlegt und war geschmeichelt. Und das hat mir schon gereicht. Ich habe mir gedacht, ich kann nicht für einen anderen, kann ich für einen Boss worken und für ein Label und nach ihrem Schedule und nach ihren Ideen. Das würde mich, glaube ich, einschränken. Und so sehr sehe ich mich auch nicht als so ein Mainstream-Artist mit so diesem riesen Mainstream-Appeal wie manche andere, dass das für mich der richtige Schritt wäre. Weil ich glaube sehr wohl, dass das für viele Artists ein guter Schritt ist und dass ein Label sehr viel machen kann. Aber für mich glaube ich nicht, für den Zeitpunkt in meiner Karriere und so, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen. Ich will keine Termine, ich will niemanden mit niemandem herumschreiben, ich will mein eigener Boss sein. Ist es dir immer wichtig gewesen, alles in deiner Hand zu haben? Ja, da bin ich schon ein Kontrollfreak, aber das habe ich ein bisschen auch abgelegt. Ich habe gelernt, so Leuten zu vertrauen. Früher war ich teilweise so, dass ich zum Videographer noch ins Büro gefahren bin und jeden einzelnen Cut, jede Szene
beurteilt habe. Und dann habe ich aber auch gemerkt, that ain't it. Da kommt jetzt auch nicht so was Krasses raus. Er hat seine Vision, ich habe meine und wir machen da irgendwelche Kompromisse in das Video. Kommt dann auch nicht super krass raus. Ich bin kein Editor, ich bin kein... Also ich, viele Sachen habe ich gelernt abzugeben und so, aber ja, ich bin schon so ein bisschen so. Aber wenn ich dann jemanden truste, dann kann ich auch loslassen, weil ich habe auch gemerkt, dieses Micromanaging funktioniert nicht so. Auch in Firmen, in großen Companies, diese Bosse, die jeden kleinsten Scheiß kontrollieren wollen. Du musst die Leute einfach worken lassen. Jeder hat genug Skills und genug selber Brain, um gute Sachen zu machen. Könntest du dir vorstellen, mal ein Stück weit in der, im Musikgenre zu switchen? Beispielsweise so auf eine andere Art von Musik zu rappen. EDM zum Beispiel. Der Bruder Robin Schulz, der gerade hier am Start. Schöne Grüße. Yo, danke auf jeden Fall. Broski. All good. Haben ja auch einige Rapper schon gemacht. Oder auch so Menschen aus dem urbanen Bereich. Definitiv. Aiken hat ja zum Beispiel einen Song mit Robin Schulz gemacht. Ich könnte es mir vorstellen und ich habe auch jetzt aktuell so quasi mein aktueller Hit ist ja so eine Art EDM-Track bisschen auf das Mashup so von Black Eyed Peas und Perkies. Ich weiß nicht, ob du schon gehört hast. Und das ist schon crazy durch die Decke gegangen und jetzt, wenn ich eine Clubshow habe und so, ist das eigentlich der Track, wo die Leute am meisten upturnen, weil es aktuell und auf TikTok viral gegangen ist. Und ich könnte es mir vorstellen und ich habe auch jetzt einen Track, der jetzt droppt. Chipotle heißt der, von Futile aus Berlin und Young Kira produziert. Wieso, sie kennen wir alle bei Subway. Exactly. Und der geht schon ein bisschen so vom Beat her in die Richtung und ich finde es dope. Und das ist halt auch der Sound gerade in German Rap ein bisschen, oder? Ja, yeah, safe. Und so. Und ich bin bereit, alles zu machen, was gerade worked und so, solange ich rappe und nicht irgend so, keine Ahnung, so eine Rockballade singe oder so, das ist auch gut. Könntest du mir vorstellen, so zu singen und ein bisschen mehr in die Melodik zu gehen? So, ich habe schon Melodic Elements immer wieder, muss man haben und so, aber jetzt so too much nicht. Ich stick lieber zum Rappen und es gibt auch genug Vorbilder. Key Glock, der hat noch singt keine Melodic Parts und rappt einfach straight und ist, finde ich, gerade auch vor allem mit Let's Go, seinem neuen Hit, einer der angesagtesten Rapper. Finde ich auch gut zu sehen, dass du auch einfach nur rappen kannst und Hits machen kannst und jetzt nicht da irgendwelche random Melodies singst, die dann auf irgendeine komplett andere Melodie getuned werden und so. Ja, geil auf jeden Fall. Kommen wir zu einer der finalen Fragen. Du hast gerade angesprochen, dass du in Richtung Medien oder Journalistik studiert hattest. Nimmst du solche Sachen aus deinem Studium mit in deine Karriere mit rein und was hat dir das gebracht? Weil es gibt auch den bekannten Spruch von wegen, ey, du weißt erst in der Zukunft, für was du Sachen heute gelernt hast. Definitiv und ich merke schon, mein ganzer Approach ist irgendwie in vielen Bereichen viel professioneller und viel genauer als vielleicht bei den meisten anderen Rappern, weil mein Background war auch so und ich habe auch andere Jobs gehabt und da war alles sehr serious und so und alles sehr genau, so egal ob das anfängt von irgendwelchen Fact-Checking bis, weiß ich nicht, so, da war immer so eine bestimmte Pressure, die du als Rapper halt überhaupt nicht hast, aber es geht trotzdem nicht weg und so und das heißt so, ich versuche immer alles ganz genau und korrekt zu machen, was viele, glaube ich, gar nicht so, selbst bei einem Kanye West, der so ein Imperium aufgebaut hat und ein Riesenvorbild von mir ist, denke ich manchmal bei seinen Moves, das wirkt jetzt nicht von hinten bis vorne so komplett durchgeplant und perfekt ausgeführt. Ja. Ich glaube, aber genau das macht es auch aus. Das macht es auch aus, es workt dann im Endeffekt für ihn, weil er es dann doch schafft, irgendwie das Team um sich zu haben. Klar, du attractest das dann halt auch mit einer gewissen Größe, die du hast. Dann hat er natürlich die krassesten Engineers und die krassesten Teams, aber ich weiß nicht, heute hat er die Werbung gedroppt für seine Yeezy-Website, alle Artikel kosten 20 Euro und dann steht unter dem Artikel Shipping in 2 bis 3 Weeks und du kannst nicht einmal auswählen dein Land und deine Währung, sondern es automatisch dir haben und du bist hier und da ist, glaube ich, nicht mal ein Impressum und so und dann denke ich mir, ich bestelle da nicht, weil dann dieses T-Shirt um 20 Euro kommt dann in einem Jahr vielleicht oder nie. Wenn überhaupt, dann nie in dein Hotel. Ja, Mensch, eine der letzten Fragen von mir auf jeden Fall. Deine Stage-List, wie pickst du die? Jetzt zum Beispiel, du gehst auf eine Clubshow oder auf so ein Sponsoring-Event. Welche Songs spielst du? Bei Clubshows, ich fange gleich mal an so mit dem krassesten Hit, den aktuell die meisten Leute kennen. Das wäre jetzt eh so dieses Smash-Up und so. Ich gebe ihnen gleich mal ein paar Hits
um die Leute zu catchen bei einer Clubshow. Da mache ich vielleicht ein paar Tracks, die auch schon ziemlich bekannt sind, aber jetzt nicht vielleicht unbedingt jeder kennt. Und dann finish ich nochmal mit Monte Carlo oder so, mache ich vielleicht, drehe den Swag auf. Und dann spiele ich als letztes nochmal den biggesten Song. Kann man ruhig zweimal machen. Und that's it. Und bei Konzerten kann ich schon mehr so, da variiere ich, dann pick ich manchmal zum Beispiel, weiß nicht, so lange Zeit habe ich ein paar Songs nicht gespielt und dann gemerkt, das sind voll die Hits, Gucci-Socken, gibt es so einen Track von mir, oder Butterfly-Effekt von geldmotivierte Musik. Und dann bei Konzerten hast du halt die Real Fans, die hören alle Alben und so, und dann merke ich so Butterfly-Effekt, das geht immer krass ab, aber habe ich lange Zeit nie daran gedacht, weil da gab es nie ein Video und so weiter. Aber die Leute lieben das und mir macht es auch voll Spaß, Songs, die ich jetzt noch nicht 100-mal performt habe, zu spielen. Und das switch ich schon ab und habe natürlich alle Hits dabei, aber versuche die Leute immer zu surprisen, dass sie nicht bei jedem Konzert dieselbe Setlist bekommen. Geil, auf jeden Fall. Checkt auf jeden Fall die Tour-Dates von Moneyboy ab. Ja. Moneyboy, deine letzten Worte an deine Hörer, Fans, Supporter, bevor wir gleich ganz in Ruhe die Fanfragen machen. Ja, also das war eh schon ein guter Punkt, weil das eigentlich so, das schon das wichtigste Thema, die Tour aktuell. Ich komme in einige Major Cities und zwar nach Berlin, Wien, Köln, München, Hamburg, Stuttgart und vielleicht noch ein, zwei Cities und die Tickets sind jetzt erhältlich. Alle Shows sind noch vor dem Sommer, von März bis Juni. Checkt alle meine Website aus, www.moneyboy.at oder auf Instagram die Flyer, meine Story. Googelt Moneyboy Live 2024 in jeder Major City. Im Grunde genommen, kauft euch die Tickets, bevor sie weg sind. Und ja, zu guter Letzt, weil das vergisst man vielleicht manchmal zu sehr bei all dem Bullshit, Shoutout wirklich an alle Fans. Ich bin nämlich selber ein Moneyboy-Fan, vielleicht sogar der Größte, aber Shoutout an alle Leute, die meine Musik hören und zu meinen Shows kommen. Turn up, Swag. So sieht's aus. TV-Straßen-Sound, heute aus Dubai mit Moneyboy. Ich danke dir auf jeden Fall für das Interview. Danke auch an Robin, danke an Samir und danke ans Five Hotel. Wir sind raus. Ciao. Yeah, Swag. Perfekt. Super, es war schön geworden.